Ja, der Bot will noch reden, aber den ja, verborgen ist nicht ausgeblendet. Aber wir können ja auch gleich direkt im Chat fragen. Flackert nur der oder flackert mein Kopf? Irgendwas hat irgendwie flackert. Ja, das ist aber. Wir sind gerade auf dem Bot. Dann kann das sein, dass der halt jetzt irgendwie Okay, geflackert ja. Ich habe nicht gesehen. So. Vor allem ist tatsächlich spannend, ob und wie die Internetleitung. Das hatte ich ja vorhin schon offstream erzählt. Wir sind in der Uni. Wir sind in einem handelsüblichen Seminarraum. Gut übrigens, schön, dass ihr da seid. Wir fangen jetzt mal so langsam an. Wir haben uns verschiedene Sachen überlegt. Wir wollten aber noch twittern. Wir wollten noch Wir wollten twittern. noch Wir werden jetzt twittern. noch mal einmal kurz twittern. Wir werden das nachher als Pre-Stream verkaufen. Es ist ja auch noch, wir sind noch 3 Minuten vor der Ja, wir Zeit. sind viel zu früh. Auch viel zu gut vorbereitet, muss man ja sagen. So, Tweet zitieren. So macht man das, oder? Ja. Normalerweise höre ich ja in meinem Kopf Musik und also nicht, weil ich die ist auch wirklich da. Und das Interessante ist ja, das ist der zweite Livestream, den wir in Präsenz machen. Und auf einmal sind doch viele Dinge anders. Also ich habe keinen Knopf im Ohr, wir haben keine Mikrofone direkt vor uns. Wir müssen uns nicht mit Videokonferenzsoftware rumschlagen, das muss man auch mal sagen. Kein Skype heute, was irgendwie dazwischen funkt. Ja, tatsächlich. Aber, ach schon, den Job wollte ich auch noch machen. Aber dafür viel mehr Kameras. Ich würde nicht sagen mehr Technik, weil die Technik, die steht halt sonst verteilt bei dir und bei mir rum. Aber deutlich mehr Kameras, da kommen wir aber später zu. Wir haben auch den Live-Chat logischerweise geöffnet. Man lernt ja tatsächlich immer dazu. Ja, und falls das mit dem Chat irgendwie nicht funktionieren sollte aus irgendeinem Grund oder falls euch das bei Twitch irgendwie suspekt ist, dann schreibt uns einfach was bei Twitter. Und wir werden nicht sklavisch, aber doch ab und zu mal auf die digitalen Endgeräte schauen Ja. und gucken und dann zu passenden Zeitpunkten dazu reagieren. Ja, ich gucke jetzt nochmal, ob wir den, weil es gibt bei OBS eine schöne Option, dass man den Chat sich als einfach anzeigen lassen kann. Und das ist eigentlich nur eine URL. Das müsste in einer Minute gehen. Dann schauen wir doch mal, ob wir das noch Also wir schauen rasch gerade live. ihr, also das sind wir, hallo, Henrik, Matthias. Wir haben noch ein paar andere Videosperspektiven, die wir gleich zeigen werden. Wir starren aber einfach hart an der Kamera oder an den Kameras vorbei, weil gegenüber, und auch das werden wir mit einer Folgekamera, die Matthias mitgebracht hat, zeigen, dass ein relativ großer Beamer oder Projektor vor uns hängt, der als ja, Ein bisschen Monitor der dient. visuelle Rückkanal für uns ist, damit Genau. wir sehen, was wir hier tun. Oder eigentlich tun wollen. Oder eigentlich tun wollen. Two great So, options. two great options. How to add Ich meine, ich kenne ja, das ist aber schon ein Twitch schönes Chat Beispiel. Wir to OBS. gehen direkt mal in das Browser-Gespräch. So, how to add Twitch Chat to OBS Studio. Two great options. Ich will den Link-Option. Ich weiß, das ist so ein typisches Problem. Ich weiß, was ich will. Und das hat man typischerweise 5 Minuten bevor die Lehrveranstaltung anfängt Ja, oder eine Minute genau. bevor man irgendwie streamen wollte. So, und jetzt steht da, please go to this Genau, und ich will diesen Pop-out-Chat. Go to channel or do you need to be logged in for this method? Okay. Ich bin, ja. Look for the Chatbox on your stream. Das war ja jetzt doch relativ einfach. Pop-out-Chat, oh Gott. Das ist mir jetzt peinlich, muss ich sagen, dass es tatsächlich so leicht ging. Aber ich wusste, dass es geht, zu meiner Verteidigung. So, das wollen wir nicht, das wollen wir auch nicht. Wir wollen in diese Szene springen. Okay, Matthias, was machen wir denn? Ich brauche einen Moment, um den Dock einzurichten. Wir haben verschiedene Themen vorbereitet, eigentlich zwei große Themen. Wir werden uns in Themenblock 1 verschiedene hybride Räume anschauen, Streaming-Setups, Hybrid-Setups, von irgendwie ganz einfach, was in einen Rucksack reinpasst, was man irgendwo hintragen kann, wenn der entsprechende Raum nicht ausgestattet ist,
über das, was vielleicht so typischerweise man von einer Uni erwarten könnte oder was eine Uni, eine Hochschule vielleicht so für normale Lehrveranstaltungen bereitstellt, versus was die Uni macht, wenn sie professionell ein Video produziert über die typischen Medientechnikabteilungen und dann vielleicht noch versus man hat irgendwo ein hybrides Seminar, einen hybriden Workshop bei einer Firma und die Firma sagt halt, hey, wir wollen das in richtig guter Qualität irgendwie haben, wir nehmen uns da eine andere Firma für, die das ganz fantastisch für uns mit ganz viel Technik macht und dann hat man ganz viel Technik und scheitert vielleicht irgendwie an anderen Dingen. Also Technik ist nicht alles, da gehört auch noch ein bisschen Regie, ein bisschen Moderation, ein bisschen ringsrum hinzu. Das ist so. Das ist ganz schön viel für heute. Themenblock Nummer 1 und Themenblock Nummer 2 schwebt auch so ein bisschen in der Luft. Der Twexodus oder... Der Twexit quasi. Der Twexit. Oder? Ich glaube, das haben Leute so benannt. Das ist zumindest vielleicht so ein halboffizieller Hashtag dafür, Twitter Migration. Der beste deutsche Tweet dazu war, oder Twitter zu verlassen ist digital, das Digitale aufs Land ziehen. Ich habe diesen Tweet gefühlt, wobei ich noch nicht auf Mastodon gewesen bin. Aber dazu später mehr. Es liegt irgendwie so, wir wollen ja auch mal so aktuelle Themen mit reinnehmen. Übrigens unser 26. Stream. Oder habe ich mich schon wieder verzählt? Also deutlich über 20. Ja, es ist der 26. Ich habe ganz offiziell mitgezählt als Ingenieur, als Halbmathematiker. Gefällt mir das leicht. Und ja, es ist der 26. Ja. Aber es ist der zweite in Präsenz. Und diesmal habe ich den Weg auf mich genommen und bin nach Potsdam gefahren. Und wir sitzen hier, das können wir sagen, in einem Seminarraum. Genau, wir sitzen... HPI, des Hasso-Plattner-Instituts. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter und ganz passender Einstieg, weil... jetzt sieht man die schöne Seite des Raumes, die wir Instagram-able oder Video-Hintergrund-gerecht vorbereitet haben. Du hattest also, ja... Also, nee, die Henrik vorbereitet hat. Ja, ich meine, ja... Wir, ich bin daher gekommen und habe mich ins gemachte Nest gesetzt. Ich war ja sozusagen dran, muss man ja sagen. Wir waren ja in Magdeburg ich weiß gar nicht, war das Episode 18? Es war im März diesen Jahres. Im März, okay. Das hätte ich jetzt gedacht, dass das... Doch, stimmt, das muss gewesen... Ja, okay. Insofern, du hattest ja einen Raum vorbereitet und Hintergrund, bevor wir gleich zu Tassen kommen, weil wir haben noch einen Tassen-Exchange, der hier stattfinden sollte... Dass ich eben mit Studierenden ein Seminar gemacht habe. Wir machen ja regelmäßig, also wir vom OpenHPI-Team machen ja MOOCs, also Massive Open Online Courses. Und die müssen natürlich irgendwie produziert werden. Dafür haben wir ein Studio, das heißt ein Greenscreen-Studio. Da funktioniert ein Format besonders gut. Und um neue Dinge auszuprobieren, um das Forschungsthema auszuprobieren, bietet es sich natürlich an, dass man auch Kurse anbietet. Wir haben viele engagierte Studierende hier und dass man diese Studierenden mit reinzieht. Und da bieten wir ein Seminar an, wo ich gar nicht weiß, was am Ende des Semesters genau gemacht wird, weil die eigentlich den Kurs, und das Einzige, was die bei uns lernen im Seminar ist, wie Lernen funktioniert, wie man das richtige Format wählt, wie man entsprechend präsentiert. Und jetzt hatten wir gestern ein paar Präsentations- und Rhetorik- und Videolabor, habe ich das genannt. Und dann dachte ich mir, du könntest eigentlich mit der Regio einfach vorbeikommen. Und das hat der Matthias dann einfach gemacht. Und das sind ja meist die besten Seminare, wo man halt vorher nicht so wirklich weiß, was funktioniert. Das ist ja genau wie bei unserem Lego-Praktikum. Ja. Hier ist eine Kiste Lego, baut jetzt irgendwas, programmiert das, macht das. Und hier, also zumindest jetzt so in meiner Wahrnehmung, liegt der Wert halt darin, klar, also im Endeffekt kann sich jede in ein fertiges Studio reinstellen und da mal so ein bisschen gucken und sich überlegen, wie kann man da halt ein gutes Erklärvideo, irgendwie Videos, Inhalte, Content für einen MOOC produzieren. Und ein anderer Wert liegt vielleicht nochmal darin, so ein Setup halt von Grund auf aufzubauen und wirklich zu gucken und sich zu überlegen, wie hängt hier was mit wem zusammen und wo schickt man welche Signale von woher wohin, damit das am Ende irgendwie möglichst gut funktioniert und möglichst gut aussieht. Definitiv. So, ich gucke auch so ein bisschen auf unsere Bitrate. Das ist jetzt der Nerd-Sprech für, können wir überhaupt online sein? Man kann die tollsten Gerätschaften, und ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen durch diverse Kameraperspektiven, die wir euch nicht vorenthalten wollen, bin ich durchgegangen. Bringt aber nichts, wenn nicht der, was haben wir denn hier noch so, die vierte will gerade nicht, es bringt alles nichts, wenn die Video- und Internetqualität nicht mit in den Äther geschickt werden kann. Ich würde aber sagen, wir fangen einfach mal mit unserem großen ersten Thema an, bevor wir das machen. Es gibt einen Taschentausch. Ich habe mir, und damit einfach den ersten, da kann ich direkt mal auf meine, ist mein Caps an oder warum will er nicht wechseln? Gut, da hat er die Maus.
Das ist sozusagen meine Solo-Kamera, die ich jetzt einfach mal hämisch direkt benutze. Erster Shoutout, also erstens mal schön, dass du da bist, Matthias. Zweiter Shoutout geht an einfach unsere Öffentlichkeitsabteilung, aber auch die Leute, die mir ermöglicht haben, einfach einen Seminarraum zu kapern. Das soll aber deine Tasse sein, Matthias, denn ja, ich finde es immer ganz cool, wenn man akademische Tassen hat. Als ich in den USA war, habe ich mir auch eine geschnappt. Das ist irgendwie so der neue Merch, würde ich sagen. Also so ein Pulli. Ja, Tassen sind halt, also Pullis sind auch super, aber ja. Tassen, glaube ich, haben sich so ein bisschen in der Online-Workshop-Zeit durchgesetzt, weil man die halt immer sehr, sehr gut in die Kameras halten konnte und sagen konnte, hier, von da und dort. Und ja. Ich habe ja die Story schon mal erzählt, wo mir halt irgendwie, ich habe einen Workshop gemacht für irgendeine andere Uni und dann hat man mir auch eine Tasse zugeschickt und hat, glaube ich, und ich Dösbeil hat meine Tür zugeschlossen, dass niemand reinkommen konnte, aber ich glaube, es wurde extra unserer Sekretärin hinterher telefoniert, die mir eigentlich im genau richtigen Zeitpunkt die Tasse reinbringen sollte und es auch im richtigen Zeitpunkt an der Tür geklopft hat, aber einfach ich nicht aufgemacht habe. Also vielen Dank dafür, sehr schöne Tasse. Gerne, die ist nicht ganz, also die ist sehr schlicht, das ist sehr... Es ist eine funktionale Tasse. Was ich ja immer ganz gerne mache, ist, das passt ja auch ganz gut, ich male ja Smileys unten auf die Tasse, so dass man... Ja, ich mag das Format, es hat so ein... Es ist sehr schlank. Kriegt man hier beim Onboarding. Ich will es nur gesagt haben, also we are hiring. So. Ja, und ich habe natürlich auch eine Tasse mitgebracht von einem namhaften Tassenhersteller. Und vor allem ist sie gestaltet von einem Magdeburger Künstler. Wir sind jetzt auf der Kamera wahrscheinlich. Ja, wir sind, genau. Max Grimm. Ich habe auch ein paar Bilder von ihm bei mir zu Hause rumhängen und habe auch ein paar andere Tassen und irgendwie so Frühstücksbrettchen zum Beispiel im Uni-Design. Und also sie ist sehr, sehr bunt gestaltet und es sind lauter Anspielungen drauf, eben als hier ist Otto von Guericke. Hier ist der Jahrtausendturm, so eine charakteristische Brücke in Magdeburg, der berühmte Magdeburger Halbkugelversuch. Du könntest zoomen mit der Kamera. Ich könnte zoomen mit der Kamera. Ich glaube, das ist... Welche? Ach so, mit der Kamera jetzt. Oh, mit meiner OBS-Bot, aber sie flackert und sie flackert jetzt natürlich in dem Moment will sie halt nicht. Jetzt zoomt sie. So, fantastisch. Die zeigen wir gleich noch. Die featuren wir gleich noch ein bisschen mehr. Also sie ist super, super bunte, super, also vielleicht ein bisschen kitschige Tasse, der Kitsch wärmt die Seele, aber... Die wird einen Ehrenplatz finden. Ja, nehme ich. Vielen Dank. Ein Magdeburger Original. Es ist schon, die ist doch sehr stylisch. Zumal, ich finde es durchaus schön, wenn sich Uni gewahr sind, dass sie darüber Marketing betreiben können. Also, wir haben jetzt hier auch mal einen Blog hingelegt, ein paar Stifte. Also, man muss ja nicht dieses Excel, also, ich glaube, was viele abschreckt, auch im Social Media Bereich, im anderen Bereich, dass es eben so penetrant ist. Wir halten hier eben keinen Rabattcode in die Kamera oder wir wollen nichts verkaufen, außer Bildung, wenn man so möchte. Und der Wert von Bildung, ob wir das verkaufen wollen, sei auch nochmal dahingestellt. Und insofern, bei Online-Konferenzen und so diese kleinen, zarten On-Brand-Sein sozusagen, finde ich diesbezüglich ganz schön. Damit genug Präambel oder hattest du noch was? Nee, ich hätte meinen Off-Go-Hoodie anziehen können, aber... Denn was für? Ich hab auch einen Hoodie von unserer Uni. Gab's da nicht auch irgendwie so einen ganz bestimmten Tweet? Ja, der diesen Tweet, nichts peinlicher ist als, aber ich finde den total schick. Also. Ja, vor allem wenn dann bei großen, ob sozusagen in einem Paralleluniversum von großen Kleidungsherstellern auch Uni Paderborn, Magdeburg, Frankfurt oder auch wie auch immer gekauft wird, weil bei uns die Harvard-Pullis. Naja, ja, gut. Das wäre tatsächlich vielleicht auch mal ein Thema, inwieweit, ob man das macht oder ob man das vielleicht lieber lassen sollte. Wir gehen mal kurz Kameras durch, würde ich behaupten. Ihr habt schon die erste gesehen. Wollen wir anfangen mit, wie du den Raum hergerichtet hast? Ja, ach so, das ist auch Das wäre vielleicht zum Einstieg. Genau, wir wollen in einen Browser rein. Ich habe, wie gesagt, es ist ein handelsüblicher Seminarraum. Der ist weder schallisoliert, ich habe jetzt auch sozusagen keine permanenten Veränderungen damit gemacht, bevor ihr jetzt ein leeres Fenster seht. Das ist das Falsche. Moment, wir müssen nochmal zurück und ich muss das Fenster anpassen. Das ist halt das, was irgendwie live immer passiert. Genau, aber es ist, also ich muss sagen, je öfter einem das passiert, jedes Mal ist man eine halbe Sekunde schneller am Bugfixen, wenn man so möchte.
Wir haben, oder ich habe, so sah der Raum am Anfang aus. Sieht man das jetzt? Muss ich ein ganz normaler Seminarraum, Besprechungsraum. Genau, und ich kam ja an, ich habe auch, konnte ich auch noch twittern, einfach der ganze Fahrstuhl war voll von Materialien. Man sammelt sich dann von anderen Fachbereichen, ja, ihr habt doch einen Fernseher, ihr habt doch das Stativ. Man sammelt so ein bisschen, mit dem Forschungsgebiet hat man natürlich auch einfach eben ein bisschen Material da. Auch so eine Softbox ist ja jetzt nichts allzu. So, und dann habe ich einfach mal angefangen und noch eine Zeitraffer gemacht. Bin erstmal so ein bisschen wild durch den Raum, habe erstmal, das ist ein mobiler Teleprompter, aufgebaut. Und ich, normalerweise ist natürlich unser Facility Management und unsere Verwaltung, so, wie wollen sie, welches Raumlayout wollen sie haben? Hufeisen, eben gegenüber, Factory Setting, wie auch immer. Aber das wusste ich ja alles nicht. Also ich wusste nicht genau, wie passt was rein. Dann überlegt man mal so ein bisschen auf dem Papier, läuft so ein bisschen rum, überlegt auch und wird eben so zu seinem eigenen Rowdy, würde ich mal sagen. Und da hast du jetzt gerade einen Polyux durch die Gegend getragen. Den habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen im Raum. Den was? Den Overhead-Projektor. Nee, der war, der steht zurecht, weil ich hasse Overhead-Projektoren. Ganz hinten, der stand hier so am Rand, genau. Weil, genau, wir können auch ein bisschen weiter vorspulen. Also man sieht dann irgendwann, dann habe ich überlegt, vielleicht doch Greenscreen. Wie ihr seht, haben wir uns jetzt bewusst gegen den Greenscreen entschieden, weil den benutzen wir so oft und er muss doch deutlich besser ausgerichtet und gelichtet werden. Und dadurch, dass wir gestern so ein bisschen Videolabor und Medienanalyse gemacht haben, die Studierenden einfach mal vor verschiedene Kameras gestellt, so wie jetzt auch, mit Perspektiven. Und einfach mal überlegt, was gehört denn zu einem guten Online-Vortrag? Wie sollte man entstehen? Was sollte man mit seinen Händen machen? Wann redet man zu leise? Also all diese Dinge, die, ja, ich nenne das mal so Kofaktoren. Je nachdem, wie die Kamera später reinzoomen kann, sieht man das auch noch an der gegenüberliegenden Tafel. Und ich finde irgendwie, das mal selber auszuprobieren und zu sehen, wie viele Füllwörter benutze ich denn, einfach sich mal vor die Kamera zu stellen, weil genau das erwarten wir ja. Und ich kann eigentlich nichts von einem Lernenden erwarten, wenn ich ihn nicht zumindest schon mal in so ein Setup gestellt habe. Das bringt uns auch so ein bisschen zu wissenschaftlichem Arbeiten, was wir letzte Woche auf Twitter hatten. Und deswegen habe ich gesagt, dann muss man die Leute auch einfach mal davor stellen, dann wird irgendwie ein Computer angeschlossen und so langsam, und irgendwann habe ich dann die GoPro gebraucht und habe gesagt, okay, muss jetzt reichen. Genau, und letztlich habe ich dann heute Morgen nochmal umgestellt, also das gehört irgendwie dazu, zu diesen temporär oder mobilen Laboren, dass man eben umstellt und ihr seht, das ist nicht schön. Also hier jetzt unsere Ansicht, würde ich sagen, die ist ganz nett. Du hattest ja auch noch welche getwittert, aber absolut, es ist schlimm, es ist richtig schlimm. Und es wurde du hast ja auch noch so zwei, drei Sachen hingestellt, wurde sogar noch schlimmer. Aber irgendwie außen hui, innen fui, oder wie sagt man das? Gehört halt irgendwie dazu. Und wenn wir jetzt, und auch zum Beispiel das Tape jetzt hier, habe ich natürlich total angemeldet. Ist total offiziell. Kann man natürlich auch einfach wieder abnehmen. Genau, also ihr seht auch, was ich so interessant finde, ein letzter Gedanke dazu, bevor wir uns noch zu weiteren Räumen, also was braucht ein hybrider Raum? Alles, was in dem Raum war, habe ich eigentlich an die Seite gestellt. Bis jetzt auf wenige Ausnahmen, wie den Beamer. Und alles, was ich wirklich gebraucht habe, weder die Stühle noch dieser Tisch, hier steht ja auch kein Baum normalerweise drin, sind naturgemäß nicht in den Seminarräumen. Und das sagt doch einiges über den Ursprungszustand von Seminarräumen, die man vermeintlich hybrid, und da habe ich auch irgendwie vor einem Jahr oder so den HFD-Blogbeitrag geschrieben, weil halt alle hybrid schreien, aber ihre Räume nicht ändern. Und das ist sozusagen jetzt heute der Praxisvergleich, wie viel man machen müsste oder wie viel ich machen wollen würde, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Genau. Wollen wir deine Fotos einfach mal zeigen oder wollen wir durch die Videoperspektiven gehen? Ne, ich weiß nicht, vielleicht können wir durch die Videoperspektiven gehen und dann können wir, machen wir es in der Reihenfolge. Also ich habe die erste Kamera, wie gesagt, das wäre so ein typisches Moderation, ein Moderator spricht in eine Kamera, bespricht das, man hat mehrere Abschnitte und der sogenannte Segway von Thema 1 zu Thema 2 oder es wird noch ein Video anmoderiert, das man natürlich vorbereiten muss, dann wird das von der Regie eingespielt, das würde ich sagen, es wäre aber auch so eine typische, ich erkläre euch jetzt was und in der Halbe wird noch PowerPoint eingeblendet, das wäre so diese erste typische Präsentation oder einfach ein Winkel. Den hatten wir jetzt schon öfter.
Zwei Leute unterhalten sich in einem, ich finde es doch noch relativ formell. Also es ist jetzt weder super bunt noch super hektisch. Es bewegt sich jetzt auch nicht wirklich was. Aber das wäre auch was. Es sieht jetzt auch nicht aus wie die Casting-Couch oder so, sondern... Genau, zumal, ich habe auch vorhin mit einem Kollegen, der mir beim Einrichten auch geholfen hat, gesagt, das wäre doch so ein, angenommen, wir zwei schreiben jetzt ein Paper zusammen. Und anstatt, dass du alleine für, ich stelle unser Team jetzt nicht groß vor, es haben 5 Leute daran gearbeitet, das wäre genauso eine Situation, wo man auch hätte einfach drüber reden können, im Sinne von, was haben wir eigentlich gemacht, warum haben wir das gemacht, welche Ergebnisse. Dann haben wir vielleicht doch, man muss ja jetzt nicht 6 Kameras, das ist natürlich völlig bekloppt, aber vielleicht 2. Und dann mache ich einen Teil, habe die eine Perspektive von gerade, dann kommen wir in eine Diskussion und anstatt, und dann geben wir das in eine Konserve. Und warum sage ich das explizit jetzt auf die Konferenzen bezogen? Weil das natürlich totales Uni-Setting ist, womit ich vielleicht auch einer Uni und einer Verwaltung eher verkaufen kann, warum ich jetzt permanent so einen Raum will, den eben auch wir nicht haben. Genau. Das dritte, jetzt muss ich kurz gucken, 1, 2, 3, genau, das dritte ist deine 4K-Bord-Halbtotale. Jetzt gerade reingezoomt. Also ich kann ja auch vielleicht noch ein bisschen zu der Kamera hingehen und jetzt mal tatsächlich was mit Zoom noch etwas härter und mehr an die Kamera zeigen. Die habe ich tatsächlich gestern erst per Paket bekommen, habe ich irgendwie Anfang der Woche bestellt. Die habe ich halt schon, so die Kamera, aber nicht in der 4K-Variante. Die kann halt ja auch 4K. Und ist halt eine klassische Tracking-Kamera. Über Tracking-Kameras werden wir uns gleich auch noch unterhalten. Und die trackt jetzt mein Gesicht. Also das heißt, wenn ich mich hier im Raum rumbewege, dann folgt sie mir halt. Und jetzt kann ich auch durch den Raum laufen und man kann sie halt noch mit einer zweiten Geste steuern. Nämlich mit diesem L in die Luft halten, jetzt zoomt sie halt raus. Ja, und das finde ich zum Beispiel, also wenn man jetzt sagt, man hat halt nur eine Kamera, ist das total praktisch, weil man mit dieser einen Kamera dann sich durch einen Seminarraum bewegen kann. Und sich jetzt nicht darum kümmern muss, auf irgendeinem Bildmischer irgendwie irgendwelche Tasten zu drücken. Und ich kann jetzt hier wunderbar dieses ganze ziemlich konfuse Setting zeigen. Das ist der digitale Grabbel oder der Hardware-Grabbeltisch, so nenne ich ihn. Wäre natürlich auch deutlich aufgeräumter, muss ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen, wenn das ja alles ein bisschen permanenter wäre. Aber wir haben irgendwie so Viertel schöne Seite und, aber ich finde es aber auch einfach realistisch. Also auch gerade jetzt so die Ansicht, das Weiße ist einfach ein Luftfilter, das gehört irgendwie auch dazu. Ist ja so die, warum haben Klassenzimmer keine Luftfilter? Ja, auch den einfach noch reingeschafft. Alle beiden Pflanzen, auch von einem Arbeitskollegen aus unserem eigentlichen Büro. Und so sieht das eben nun mal aus, wenn man sich selber kümmern muss, / wenn man eine gewisse Vision von digitaler Lehre hat, im Sinne von folgendes Bild, Ton und welchen Medienmix möchte ich benutzen, dann muss man eben auch den Aufwand fahren, weil da muss man ja auch fairerweise sagen, immer schreien so, ja, Overhead-Projektoren sind blöd und Tafelkreide ist noch viel blöder. Das bringt uns ja in der Sache nicht weiter, was wir denn, also dagegen sein ist sehr einfach und kaputt reden ist irgendwie auch sehr einfach und irgendwie aber, was auch du mal sagst, Skin in the Game, im Sinne von, ja, wir haben schon mal 4 Perspektiven aufgebaut. Ist eine zu viel, das bekommt man erst dann, wenn man es mal ausprobiert hat. Das heißt, wir haben 4 von, haben wir sogar, 4, 5, 6, doch 6, genau. Dann haben wir noch eine, ich nenne das meine klassische, die einfach eigentlich eine Fotokamera, muss man sagen, die relativ hemdsärmelig vom Computer einfach nur quasi permanent mit aufgenommen wird, also ein Screen Capture ist das. Das ist die Kamera, die bei mir zu Hause immer einfach Abbrüche macht, weil Kamera ist müde, sie muss jetzt schlafen. Das ist manchmal ein Problem und das ist auch dieses Problem mit, dass sie nur über USB angeschlossen ist. Das will man eigentlich nicht. Eigentlich will man eine richtige Kamera mindestens mal über USB-C oder über HDMI anschließen. Ich glaube, an der Stelle gehen Grüße an Thomas Karlein raus. Der hatte wohl das gleiche Problem, wenn ich das richtig verstanden habe. Was mit dem Tracking? Nee, warum benutzen wir noch USB? Also, ja, da ging es um Mikrofone. Also da ging es eher um die Geschichte, warum hat das halt noch ein Klinkenkabel, das Mikrofon? Ja, und
warum kann man das halt nicht direkt per USB anschließen, weil natürlich, oh, jetzt hat sich das eine Licht verabschiedet. Auf Ansage. Dann haben wir eine weitere Perspektive, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Das ist eine sogenannte Radiocam. Auch hatte ich ja auch früher bei mir, wäre jetzt so der, wir fangen gleich an, Radiocam, weil ich kenne es wirklich aus den Radiostationen. Ich glaube, Fritz Radio ist so mein typisches Beispiel, wenn ich das irgendwie in Vorträgen zeigen soll. Die haben, glaube ich, 5 Frames per Second. Also das ist so dieses Marke Tankstellenbild im Sinne von, Leute teleportieren sich relativ schnell, tut es aber irgendwie total für so ein bisschen mehr Kontext. Und auch die permanent irgendwie auf 2,50 Meter oder 3 Meter geschraubt, die kommt nicht mehr weg. Also, ja. Und was halt witzig ist, also zum Beispiel hier über uns, ich weiß nicht, ob man das vorhin gesehen hat, ist halt wie so ein Deckenbalken und der sieht in der Kamera total verbogen aus. Der ist natürlich nicht so. Also, da ist keine Delle drin. Da ist keine Delle drin. Die Delle macht die Kamera. Ja, das stimmt schon. Relativ enttäuscht bin ich von dieser Kamera. Leider passt jetzt Bild und Ton nicht mehr. Und gerade ist die Canon ausgegangen. Das ist großartig. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, woran das genau liegt, ob die Kamera jetzt... Wobei sie jetzt nicht ganz so viel Delay hat wie vorhin, ne? Aber ja, irgendwie schon. Also, obwohl sie direkt eingeschlossen ist, das ist so die typische 90, 20, 50 Euro Webcam. Fand ich interessant. Genau, also wir können das jetzt ja nur preislich durchgehen. Ach so, das ist genau. Jetzt halt sozusagen Webcam 50 Euro. Ja, vor der Pandemie 50, teilweise wollten Leute 200. Also genau, aber irgendwie, die sollte deutlich unter 100 Euro kosten. Ja. So. Genau, ich glaube, die habe ich bei Thomann, die flog auch hier irgendwie im Schrank noch rum. Ähnliches Preisregister, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen günstiger noch. Ja, genau. So, dann ist die nächste geht nicht, weil sie gerade ausgegangen ist. Ja, die können wir. Ja, die braucht einfach mehr. Die braucht mehr Aufmerksamkeit. Das geht schon irgendwie alles. Warum funktionieren meine. Geht das jetzt? Das müsste die 4 sein. Ja. Genau, so eine Canon. Je nachdem, was man für ein Objektiv da reinschraubt, ist man wahrscheinlich so bei 800, 900 Euro. Muss man einfach sagen. Dafür muss man aber auch keinen Profifotograf engagieren, wenn man mal ein Projektfoto oder ein Teamfoto hat. Also, ja, muss man ja irgendwie alles so, also was für ein Werkzeug kaufe ich mir, was kann das dann? Die amortisiert sich doch relativ schnell, einfach weil sie Fotos und Videos gut machen kann. Ja, was hat denn deine 4K gekostet? Meine 4K hat 269 Euro gekostet. Boah, dafür ist das Bild doch ganz schön gut. Und ich würde immer noch sagen, die ist halt schon sehr, sehr cool und sehr praktisch. Ne? Also wenn ich so in so einem klassischen Lehrveranstaltungsformaten, die ich halt so mache, ich bin auch so ein bisschen schon der Typ Trekking, werden wir uns ja gleich auch noch ein bisschen intensiver drüber unterhalten. Oder vielleicht passt es jetzt ganz gut, sich an der Stelle halt irgendwie über Trekking-Kameras zu unterhalten. Können wir machen. Vor allem man kann ein Overhead. Nee, Overhandover? Ja. Aber du musst noch mal vor mich kommen. Ja. So, pass auf. Und jetzt muss ich mich mal hinsetzen. Das ist... Nee, es funktioniert. Nee, das ist so ein Herr. Die Kamera weiß, wer sie bezahlt hat. Ja, die Kamera weiß. Vorhin hat es geklappt. Nee, du musst mal richtig dein Gesicht. Okay. Komm mal vor mich so. Und jetzt musst du. Ich tauche ab, so, irgendwie so weg. Und jetzt musst du mal. Und jetzt müsstest okay, jetzt funktioniert dich eigentlich verfolgen. Genau. Okay. Also, ja? Ich habe. Das habe ich mit dem Kollegen Thomas Scheichmidt auch schon ein paar Mal gemacht. Ich glaube, ich habe dieser Kamera Unrecht getan. Muss man leider sagen. Also. Das ist doch. Also, es ist irgendwie eine Spielerei. Aber das ist irgendwie genau dazwischen, weil, also ich laufe auch schon gerne rum, also präsentieren im Sitzen. Sie macht das halt sehr smooth, ne? Ja, vor allem, weil sie ja durchaus rafft, dass sie jetzt ein bisschen hinne machen muss. Genau. Und wenn ich jetzt, kriegt sie das hin? Weil ich meine, die sagen 360, aber... Ringsrum kommt sie halt nicht. Ja, weil nur so ein bisschen, das ist zum Beispiel unsere Agenda, wir sind richtig gut organisiert heute. Das würde ja, gut, die Kamera ist natürlich voll im Weg, aber das würde ja schon reichen.
Also du hast jetzt eine Kamera, die deckt halt im Prinzip den gesamten Raum ab. Und ich meine, 4K hin oder her, ich weiß nicht, ob da jetzt überhaupt 4K rauskommen an der Stelle. Vorhin hat sie auch ein bisschen geflackert. Wir müssen fairerweise sagen, ich habe die jetzt nur mit einem USB-Kabel angeschlossen. Eigentlich gibt es da zwei USB-Kabel dazu, ein zweites, einfach nur, um sie mit Energie und Spannung zu versorgen. Ich finde die halt schon sehr praktisch. Jetzt ist die Frage, jetzt folgt sie auch wieder mir. Ne? Also sie trägt nicht, ich glaube, sie erkennt halt, sie merkt sich jetzt keine Gesichter. Aber sie erkennt halt zumindest, wo ein Gesicht ist. Und ich meine, wir haben die vorhin ausgepackt, reingesteckt. Es hat ungefähr 5 Sekunden gedauert, einen Treiber zu installieren, dann lief halt das Ding. Ja. Und in der Hinsicht finde ich solche Kameras schon super praktisch. Ein so ein klassisches Problem, das halt diese Gesichtstracking-Kameras haben, ist, was man eben gesehen hat, wenn auf einmal sich zwei Leute voreinander stellen, und die hintere Person, die eigentlich getrackt werden sollte, verschwindet, dann funktioniert es halt nicht mehr. Und ein anderes Problem, was man so... Ja, also ein so ein klassisches Problem, was man mit so Gesichtstracking-Kameras hat, ist, können wir jetzt in dem Raum nicht so richtig gut nachbauen, aber wenn man hat irgendwas meinetwegen an eine klassische Tafel geschrieben, will sich halt die Hände waschen, geht zum Waschbecken... dreht der Kamera den Rücken zu, sodass sie halt kein Gesicht mehr zeigt. Und ich weiß nicht, jetzt die ist schon ziemlich schlau, ne? Die trägt das mich jetzt also, trotzdem, obwohl ich nur gar nicht per Gesicht zu erkennen bin. Du gibst dir gerade richtig Mühe. Ich gebe mir gerade richtig Mühe, aus dem Bild zu laufen. Und die kennt halt zwei Gesten, die auch mehr oder weniger gut erkannt werden. Das L in die Luft gehalten zoomt. Und wenn ich jetzt mal wirklich versuchen möchte, das Tracking auszuschalten, dann gibt es halt diese flache Handgeste und damit habe ich jetzt das Tracking deaktiviert. Auf die Distanz, also wie gesagt, ich bin ja mal sehr kritisch, was den Einsatzzweck betrifft. Also wofür brauche ich Tracking, wenn das total groß ist, mach eine Halbtotale. Wenn du einen kleinen Raum hast, bewegst du dich wahrscheinlich nicht so viel und dann irgendwie das Doppelte oder Dreifache zu zahlen. Aha, jetzt habe ich es geschafft. Genau. Jetzt war sie von dem Scheinwerfer so geblendet, dass ich das jetzt geschafft habe, aus dem Bild rauszulaufen. Ja. Jetzt will er nicht. An der Stelle ist sie halt schon ganz cool. Ich meine, sie blinkt einen immer mit so einem grünen Licht an. Dann weiß man, okay, das grüne Licht signalisiert, sie läuft, sie macht irgendwie was, das funktioniert. Und sobald man halt irgendwie diese Gesten in die Luft hält, blinkt sie halt blau und signalisiert einem, sie erkennt jetzt gerade irgendwelche Gesten. Wenn was nicht funktioniert, wird sie halt gelb. Das Einzige, was ich wirklich schwierig finde, weil wir gerade direkt auch den eigenen Stream gucken, weil wir kurz offline waren, wie gesagt, Internetverbindung, sie flackert doch ein bisschen. Das müsste man... Ja, und das müsste man jetzt nochmal halt irgendwie rauskriegen, woran das ist. Das könnte halt daran liegen, dass sie jetzt vielleicht einfach nicht genug Spannung hat. Ja. Aber das andere USB-Kabel, wie es immer so ist, war ein bisschen zu kurz. Ja, vor allem, nach einer gewissen Länge braucht man ja irgendwie auch noch ein Versteckerkabel. Aber eigentlich, also, und es sind natürlich die Frontanschlüsse. Also das, ja, und wir haben unser Rechner hier war jetzt ein bisschen knapp besät mit USB-Anschlüssen. Aber ich meine, für 270 Roundabout Euro oder halt wie die Insta-Link, die wir mal letztes Mal irgendwie ein bisschen besprochen haben, finde ich das zumindest so für so ein jetzt nicht also fest eingebautes, aber für so ein mobiles Setup. Ich meine, ich habe die ja auch gefühlt immer in meinem Rucksack, also nicht jetzt exakt die, aber das Full-HD-Modell von der und trage die ganze Zeit mit mir rum, weil man halt mit einer Kamera eigentlich ziemlich viele Szenarien erschlagen kann. Die Alternative, wollen wir noch weiter über wir können ja gleich mal bei den Tracking-Geschichten halt bleiben. Ich meine, die Alternative wäre solche Beacons, glaube ich, heißt es. Ne? Genau, also, ich glaube, die Beacons sind also die kleineren im Sinne von die Empfänger der Triangulation, wenn man möchte. Du hast quasi einen Sender und dann ist, also die Kamera kann ja jetzt wirklich erkennen, okay, was wird irgendwie oval sein, wo bewegt sich vielleicht jemand? Sie macht das halt einfach über das Bild. Ne? Sie wertet in der Kamera direkt das Bildsignal aus, wirft da irgendeine KI drüber und sagt, da ist ein Gesicht. Und dann wäre die Sender-Empfänger-Variante, dass die Kamera eigentlich gar nicht weiß, was ein Gesicht oder ein Mensch ist, sondern, Person bewegt sich in einem gewissen Kreis, Viereck, wie auch immer. Und eigentlich verfolgt man nur diesen Sender. Ist natürlich, wir sind jetzt auch schon verkabelt.
wäre natürlich irgendwie noch ein weiterer packen, wenn ich dann irgendwie noch meinen Klicker für PowerPoint und noch einen Stift, also irgendwann wird man... Wir kennen alle die Bilder von irgendwie Nachrichtensprechern, die hinten den ganzen Rücken voll ja. haben mit irgendwelchen Sendern und Empfängern und Rückkanal, Audio, ja. Und so ähnlich ist das denn, also ich meine, ich habe ja im Normalfall bei Lehrveranstaltungen auch ein Mikrofon oben für den Hörsaal und ein Mikrofon für Zoom, weil ich nicht unbedingt dem Hörsaalmikrofon traue. Manchmal ist die Qualität nicht so super, wenn man das Hörsaalmikrofon halt einfach nochmal direkt in Zoom einspeist. Hängt so ein bisschen vom Hörsaal ab. Und ich kann mich erinnern, früher bei Lehrveranstaltungen hatten wir ein paar Studierende, die hatten irgendwie super krasse Hörgeräte und dann hat man für die nochmal ein Mikrofon umgehabt. Und jetzt müsste man, also zumindest kenne ich solche Kameratracking-Systeme, da muss man eben nochmal sich irgendwie was umhängen, okay. was halt dieser Sender ist. Ja. Und ich habe das halt, ich glaube, vielleicht einmal benutzt. Also das, was mir zumindest Leute gesagt haben, die das häufiger benutzen, ist, dass man das halt als Lehrperson auch mal ganz gern vergisst oder halt sagt, ich bin ja eh am Pult, ja, was soll die Kamera mich tracken und verfolgen? Ich lasse das halt einfach ja. da am Pult liegen, wo ich halt stehe. Bis und du dann aufstehst. Bis du dann halt aufstehst oder bis du dann halt doch mal irgendwie aus dem Bild gehst und dann bist du halt weg und dann, ja. So, also Gesichtstracking ist schon ziemlich cool, ist halt ziemlich einfach, hat aber so seine Grenzen, wie wir gerade gesehen haben. Ne? Also zum Beispiel gegen das Licht hat sie jetzt mein Gesicht nicht so richtig gut erkannt. Das mit diesem Beacon ist technisch eigentlich sicherer, hat aber so ein bisschen wieder das Problem mit der menschlichen Komponente, weil man halt ja dann als Mensch diesen Beacon mit sich rumtragen muss. Oder sie sind fest verbaut, aber dann ist die Frage, sieht... Also naja, nee, du musst den ja schon irgendwie mit dir halt rumtragen. Ah, du meinst den Sender quasi, Sender an ja. sich, ja. Ich meine, die anderen Sachen ja. sind halt im Normalfall fest verbaut. Aber, also es ist jetzt total, also denkt ja schon, wir sind irgendwie total in so Details und wenn dann die Details, ist ein großes Aber und wenn... Du gibst eine Vorlesung und da weißt du, das Beacon-System ist, dann wirst du aufgrund von immer, weil zum Beispiel Leute ein mobiles Video aufnehmen wollen, aus diesem Raum temporär entfernt, bist in einem anderen, da gibt es nicht dieses System und auf einmal fängst du schon wieder an, deine Lehrveranstaltung umzuplanen, obwohl du alle Fragen längst beantwortet hattest. Also es gibt sozusagen auch einen Negativpunkt, vor allem wenn die Räume nicht ähnlich ausgestattet sind, ist natürlich jetzt so ein bisschen Haarspalterei. Aber was würdest du denn sagen, zu welchem Lehrstil passt es denn, also das Tracking jetzt, und zu welcher Veranstaltungsart? Gute Frage. Also ich benutze ja mehrere von diesen Gesichtstracking-Kameras und ich finde das bei mir halt ganz nett, weil man, also ich mache ja viel vom Laptop aus und zeige schon halt mal die eine oder andere Folie. Oder mach halt ein Quiz oder mach auf jeden Fall Sachen aus, die irgendwie vom Rechner rauslaufen. Und dann stehe ich hauptsächlich da, aber ich kann mich halt mal ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts bewegen und bin dann trotzdem immer relativ groß und im Fokus zu sehen. Und ich kann halt auch mal daneben treten und irgendwelche Experimente zeigen halt am Tisch und muss mich da nicht darum kümmern. Oder, also was ich zum Beispiel, wo ich in Russland noch war, in Kasan, da habe ich das ja auch so halb aufgezeichnet, halb live gestreamt damit. Da bin ich dann, ja, habe ich auch mal so, was weiß ich, die eine oder andere Formel an die Tafel geschrieben und da fand ich das halt schon praktisch, dass man halt mal eine klassische Kreidetafel gehen kann. Und wie ich immer sage, solange in einem Raum eine klassische Kreidetafel hängt, werden halt Leute da hingehen und die halt benutzen. Das kann auch ja. Keiner absprechen. Und ich meine, ja. warum ist nichts so? Eine Tafel hat auch schon irgendwo gewisse Vorteile oder hat zumindest irgendwie so eine gewisse Haptik und ja, weißt du, da hatte ich letztens auch darüber diskutiert, warum sind die grün? Hat das was Optisches? Hat das was Beruhigendes? Weiß man das? Das wäre eine total gute Frage. Also dunkelgrün, also wahrscheinlich, weil man halt dann einfach mit weißer Kreide, die ja so die Standardkreide ist, eben guten Kontrast hinbekommt. Okay. Aber auf Englisch heißt das Ding ja trotzdem Blackboard. Ja. Also, war jetzt auch nicht in so viel angloamerikanischen Klassenräumen unterwegs, ob die da tatsächlich schwarz sind, ob das grün so ein deutsches Ding ist. Also in Russland waren die auf jeden Fall auch grün. Ich kann mich aber auch an so dunkelblaue Tafeln mal irgendwo erinnern, dass die halt eher dunkelblau waren. Ich kenne nur von dann auch mit den also aus der Schule, in der Uni gab es meiner Zeit dann zum Glück Whiteboards. Auch diese in der Schule mit den eingezogenen Linien
Oder also für Rechtschreibung dann mit irgendwie Keller, Erdgeschoss, Dach oder was für die, Geschichten. Die Häuschen. Die genau, Häuschen, die ja. Rechtschreibhäuschen oder Groß- und Kleinschreibung. Aber bräuchtest du jetzt irgendwie auch nicht, um dein Diagramm zu zeigen? Nee, ich glaube, die meisten Tafeln, die wir jetzt so an der Uni haben, die haben auch, okay, haben auch keine Linien wieder. Die sind halt einfach nur... Aber vielleicht, also, kann unsere Mathematiker-Bubble das, weiß das. Zumal die auch gerne mit Markenkreide eskalieren, möchte ich mal sagen. Genau, aber wie du sagst, vor allem, wenn sie da ist und sie funktioniert. Aber es gibt da irgendwie so eine Fachkultur oder Fachkulturen, die sich hingezogen fühlen. Also die Chemiker und die Biologen und die Chemiker, genau, Physiker, würde ich sagen, kannst du auch mit in den Tafelclub werfen sozusagen. Aber wenn sie da ist, ja. Ich meine, was mich beim Whiteboard vor allem stört, was ja vermeint, ist ja eigentlich auch nur das Gleiche, sind wir mal auch ehrlich. Wenn die Tafelkreide weg ist, ist sie wenigstens nicht mehr da. Whiteboard-Marker, die nicht funktionieren, haben mir mindestens schon mehrere Stunden meines Lebens geklaut, um herauszufinden, welcher davon jetzt endlich funktioniert. Wir waren beim Tracking. So, also hängt halt sehr davon ab. Ich meine, ich sag mal, irgendwie interaktiver das ist, was man da macht, und desto vielfältiger das ist, weil man halt vielleicht noch Experimente zeigt oder weil man eben auch Sachen gemeinsam mit Studierenden irgendwie, und dann sammle ich halt irgendwas an einem Flipchart oder so, und dann kann ich mich halt durch den Raum bewegen, so wie gerade gezeigt, und werde halt überall trotzdem gut gesehen. So, und jetzt gibt es noch es gibt wahrscheinlich noch mehrere Tracking-Systeme, aber ich sag mal, das dritte charakteristische: grüne Tafeln sind German Thing, okay. Sind in den USA auch immer schwarz, ja, deswegen Karl heißt ja. Es eben auch wahrscheinlich halt einfach Blackboard, ja. Ja. Macht ist total, erscheint total sinnvoll, dass das halt so ist. So, jetzt gibt es noch eine Firma, ist glaube ich auch so ein Spezialding von denen, die bauen halt Tracking mit Lasersensoren oder mit so LIDAR-Sensoren. Ah, LIDAR, ja, okay. Also ja. Laser Imaging and Distance Ranging oder so heißt ja diese Abkürzung. Okay, weird. Und die bauen halt im Endeffekt so auf Kniehöhe im Raum, also man braucht halt mindestens wieder zwei Stück, damit man so Triangulation machen kann, und ich sag mal besser drei oder vier, ja, wenn man dann einfach das genauer hinbekommt. Und so auf Kniehöhe tracken sie halt Beine. Weil Beine sind relativ einfach und zuverlässig zu erkennen. Weil weil oft ein Mensch zwei Beine, ja, hat. Mir fallen ein paar Edge-Cases ein, aber ich will es nicht sofort kaputt machen. Ja, wir haben das auch schon letztens diskutiert, was passiert, wenn da halt zum Beispiel RollstuhlfahrerInnen sind. Was ist, wenn der Pirat mit dem Holzbein kommt? Ja. Also Pulte werden natürlich relativ sicher erkannt, dass sie halt Pulte sind, weil die halt rechteckig sind und so. Oder weil man da vielleicht so ein Teil anschraubt. Ja, die transformieren selten. Genau, ja. Also man sieht halt die Kanten vom Raum und man sieht halt, wo sich eben meistens zwei runde Objekte da drin bewegen, und kann sagen, okay, das sind Personen. Und da muss die Kamera halt auch nichts machen. Also außer dieser LIDAR-Sensor misst das, dann gibt es einen Computer, der wertet das aus. Und sagt halt, okay, da ist eine Person, da muss die Kamera halt hingefahren werden, eventuell irgendwie mit diesem und jenem Zoom. Und die zoomt dann halt so weit rein, dass sie halt die Person oder die Personen aufnimmt, die halt da, das funktioniert wohl mit bis zu 10 Personen. Okay. Und hat eben dann praktisch nicht diesen Nachteil, dieses gesichtsbasierte Tracking hat, wenn man halt gegen irgendwie die Kamera arbeitet, und man kann halt auch als Lehrperson das auch nicht vergessen, sich irgendwie diesen Beacon umzuhängen, weil man wird ja seine zwei Beine nicht abschrauben. Ja. Ne? Also das geht halt nicht, man wird da immer rumlaufen. Und dann kann man darüber halt noch so nette Sachen machen und kann halt Presets definieren. Also sagen, wenn ich hinterm Pult stehe, dann möchte ich eben immer diesen Fokus auf das Pult haben. Wenn ich vor der Tafel rumlaufe, möchte ich immer zum Beispiel die gesamte Tafel zeigen, weil das ja sonst irgendwie total schwierig und verwirrend ist. Und dann ist ja so eine klassische Sache, was weiß ich, wenn ich was an die Tafel geschrieben habe, ja, MathematikerInnen tun das ja sehr gern und andere auch natürlich, und ich gehe dann halt, was weiß ich, von der Tafel weg, einfach um mir meine Hände zu waschen, ja, dann wäre es halt blöd, wenn die Kamera mich dann direkt verfolgt, weil dann man ja nicht mehr sieht, was an der Tafel ist. Also kann man zum Beispiel in dem System so Sachen machen, wenn ich vorher auf der Tafel war und dann geht jemand von der Tafel weg, dann bleibt noch mindestens 5 Sekunden oder 10 Sekunden auf der Tafel, dass man halt nochmal die Schrift, den Gedanken von der Tafel als Student, als Studentin nehmen.
Die hektischen Screenshots, um ja nichts zu verpassen. So, okay. Genau. Also das ist schon ein super ausgeklügeltes, super cooles, super flexibles System. Wir nennen jetzt keinen Markennamen, kann man im Internet, in einem Internet seines Vertrauens einfach ergoogeln. Aber meinst du, das waren jetzt genug Informationen, um das zu finden? Es heißt, also... Ich muss es jetzt nicht nennen, aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie... Leider eingebe oder Lieder eingebe. Ja, aber es kommt natürlich der Name Tracking drin vor und eine Bezeichnung. Okay, wollen wir kurz den Lieder-Tracking, Lieder-Kamera-Tracking? Oh, ich würde sagen, da findest du hauptsächlich Sachen irgendwie aus dem Automobilbereich. Genau, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Ja, okay. Also es das heißt, die Firma... Ich will jetzt nicht... Ich glaube, es ist kein Ding. Die Firma heißt Tracking Master. Also, okay. Aber such mal, mach mal jetzt den Spaß. Okay, Moment, dann muss ich kurz rüberwechseln an unsere Zuschauer. Ja, mach mal in so, das Browser-Gespräch. Und dann, ich glaube, du warst wieder im falschen so. Fenster. Aber das macht nichts. Wo bist du? So, leider Camera Tracking. Genau, so. Und jetzt würde ich doch vermuten, dass man da ziemlich viel... For People Tracking a Detailed Look. Tracking. Wir können ja mal Germany reinsetzen. Ja, aber da hätte ich halt auch gesagt, dass man da viel mehr Sachen, weil das natürlich wahrscheinlich auch daherkommt, dass das halt einfach Sensoren sind, die eigentlich in autonom fahrenden Fahrzeugen eingesetzt werden. So, und da ist es halt schon, das ist das Ding. Ja, wobei es auch echt coole Möglichkeiten gibt, Räume virtuell abzuscannen durch die LiDAR-Sensoren und dann Augmented Reality. Also ich sehe auch durchaus für uns Anwendungsszenarien. Okay, aber einfach nur, wenn wir es gesagt haben, wir machen ja tatsächlich keine Werbung, das ist hier komplett für uns, für euch. Aber einfach damit, wenn man schon mal so was hat, was man ausprobiert hat. Und weil, es ist, muss man ja auch mal sagen, oft, also auch die Streaming-Angelegenheit, die ganze Plattform Twitch, wir leihen uns ja oft Features aus der Nerd-Gaming-Creative-Szene, sage ich mal, und versuchen oder sehen das im Privaten. Wir haben irgendwie, jeder hat die Netflix-Experience, die, was auch immer für Videotheken es online gibt. Gott, Videotheken, boah, das sind 90ern. Kann man da VHS-Kassetten ausleihen? Online-Media. Ja, okay. Betamax. Ja, genau. Netflix hat auch am Anfang, so viel Off-Topic muss sein, das Ganze postalisch versendet. Also insofern, aber naja, gut. Die Online-Mediatheken und versuchen das irgendwie alles so, kann man das Spiel reinsetzen, kann man irgendwie auch auf der Askathon, all diese Dinge sind ja aus einer eigentlich anderen Welt, nicht aus der Lern- und Lehrwelt sozusagen entstanden. Und jetzt muss man hier auch einfach mal sagen, hat man sich Gedanken gemacht, ohne dass wir jetzt das System grob testen konnten, das sind ja quasi Erfahrungen aus zweiter Hand. Also Tracking Master, wenn ihr das seht, vielleicht probieren wir es doch mal aus. Man braucht natürlich dann viel mehr Hardware und natürlich kann man jetzt hier ein paar Kameras hinstellen und uns verkabeln, das so viel kriegen wir noch hin. Aber ab einer gewissen Hardware- oder Technikstufe sagen auch wir, nee, reicht dann. Müsste man bewusst ausprobieren. Aber sie haben es wenigstens mal in den Edu-Kontext eingesetzt, sodass wir, genau, okay, dann kommen die typischen Testimonials, ist eine recht... Okay, ich glaube, das Video müssen wir uns jetzt nicht angucken. Nein, definitiv nicht. Aber für den Moment soll das reichen. Aber ich wollte es mal auf jeden Fall erwähnt haben. Und es gibt jetzt bestimmt noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man irgendwie tracken kann an der Stelle. Was ich halt an dieser ganzen Tracking-Diskussion immer so ein bisschen schwierig finde oder auch was jetzt vielleicht konkret dieses Produkt angeht oder so, ist, dass man halt, also ich sehe da so ein bisschen zwei Nachteile. Erstens, man manifestiert halt so ein bisschen so die traditionellen Frontalunterrichtsformate. Ja, weil, ich Lehrer, du nicht. Ja. Genau, weil dafür braucht man halt Tracking und... naja, der zweite Punkt ist eben, es ist für mich jetzt so ein bisschen gegenüber, ich stelle halt eine stinknormale Kamera hin, die jetzt irgendwie nicht trägt. Ja, was du ja auch gesagt hast, dann stelle ich halt eine hin, die macht halt irgendwie so eine Halbtotale und dann habe ich da halt immer alles drauf. Dann sehe ich halt natürlich nie die Lehrperson richtig groß, ich sehe die Tafel nicht richtig groß, aber ich habe halt ohne, dass sich da irgendwas bewegt und Motion und so, habe ich halt immer irgendwie alles drin. So ein Tracking-System, egal wie ich das jetzt baue, bietet mehr Flexibilität. Natürlich
erhöht aber den Preis auch nicht ganz unerheblich. Und ein anderer Ansatz, ne, also nicht im Sinne von Evolution, sondern ein bisschen im Sinne von Revolution oder eine Idee ganz anders an das Problem ranzugehen, wäre ja einfach, ich pflastere so einen Raum voll mit Kameras, die halt für sich nicht viel kosten. Ich meine, wenn man jetzt hier schaut, also diese Radiocam und jetzt die andere Webcam hier, die machen ja auch irgendwie ein Bild, ja, und kosten halt 100 Euro. Und selbst wenn ich da irgendwie 200 Euro ausgebe, dann habe ich halt schon ein super, super Bild. Und dann wäre es ja im Prinzip kein Problem, in so einem Raum eben zu sagen, ich nehme eine Kamera, die ist immer für das Pult. Ich nehme eine Kamera, die macht immer halt die Tafel komplett. Ich nehme eine Kamera, die macht so eine Raumtotale. Und ich nehme eine Kamera, meinetwegen, die so wie Dokumentenkamera, die filmt halt vorne meinen Tisch, wenn ich da Experimente zeigen möchte. Ja. Und dann lasse ich halt einfach die Studierenden, also ich schicke einfach alle diese Bildsignale raus. Ne? Das macht über Zoom zum Beispiel oder über ein Videokonferenzsystem der Wahl überhaupt gar kein Problem, jetzt nicht nur ein, sondern beliebig viele Videosignale rauszublasen. Und dann lasse ich einfach die Studierenden vor Ort entscheiden, welches Bild sie denn gerade sehen wollen. Und dann können die halt für sich entscheiden, will ich jetzt, ne, zum Beispiel, wenn so das klassische Ding ist, die Lehrperson geht von der Tafel weg, will ich jetzt noch weiter auf die Tafel gucken, weil mir das wichtig ist, oder will ich jetzt halt weiter der Lehrperson folgen, weil die jetzt schon irgendwie weiter erzählt und erklärt und ich halt gucken will, was sie da macht und wie die gestikuliert. Ja. Und dann ist eben nicht irgendein Master-System, sagt dann halt, nee, du musst jetzt noch 5 Sekunden auf die Tafel gucken, weil das hier so unser Preset ist. Weil das haben wir schon immer so gemacht. Ja, aber das wäre die digitale Fortführung von das. Oder das haben wir halt nicht anders. Das haben wir halt schon immer so gemacht. Und von daher ist so ein. Ich fände das zumindest so als anderen Ansatz. Ich habe das noch nirgendwo in einem Raum so gesehen. Also außer jetzt halt hier. Mhm. Ja, wir haben x Kameras aufgebaut, wobei wir jetzt eben auch die Bildregie machen und sagen, wir selektieren, welches von diesen Bildern halt rausgeht. Aber, du hattest auch ein Overview, oder? Haben wir den schon gezeigt? Nee, tatsächlich noch nicht. Ja, siehst du, da können wir doch mal bevor. Also, genau. Ich sag mal, stimmt. Ja. Ne, warum nicht im Prinzip sowas rausschieben? Ja, also vielleicht eben noch mit Kamerapositionen, die sich ein bisschen stärker unterscheiden natürlich. Genau, aber eben auch mit Selektieren im Sinne von Auswahlliste, wie auch immer. Ich meine, dass es eine größere Uni im Süden, die sich KIT nennt, am Medienzentrum. Ich meine, dass der Kollege Löhner mir mal davon einen Link geschickt hätte. Im Sinne von mehrere Tracks, auch da hatten sie mal ein recht cooles Proof of Concept. Ich glaube, ich meine, im Grunde zum Beispiel, wenn man jetzt eine klassische Zoom-Vorlesung macht mit Folien und Kamera, macht man ja auch genau das Gleiche. Man schickt die Folien raus und macht das Kamerabild raus. Und ich meine, im BigBlueButton könnte man ja sogar problemlos je nach Installation eine zweite Kamera hinzufügen. Oder ich kann halt in Zoom sagen, ich will eine zweite Kamera so freigeben wie eine Bildschirmfreigabe. Und ich meine, wenn ich jetzt die zweite, dritte, vierte Kamera im Raum einfach über einen Raspberry Pi in die Videokonferenz mit einbinde, sind das ja wie eigene Kameras im Raum. Ja, oder wie wenn ich eben mein Mobiltelefon als Raumkamera im Raum freigebe, habe ich halt auch eine weitere Raumkamera, die Studierende halt einfach pinnen können. Ja. Und das finde ich zum Beispiel jetzt ohne großes Tracking-Shishi. Also ich finde Tracking auf jeden Fall cool. Ich finde es auch praktisch, aber finde ich auch einen spannenden Ansatz, definitiv, um so videobasierte Lehre zu machen und um einfach nicht den Studierenden vorzuschreiben, welches Bild, also was sage ich euch, welches Bild ihr jetzt sehen sollt, sondern passt auf, hier sind ganz viele Bilder, die euch von außen einen möglichst guten Blick in den Raum ermöglichen, welches Bild ist denn für euch gerade nützlich. Und dann reden wir tatsächlich auch, also wir haben ja auch hybride Lernräume das Ganze genannt und bisher haben wir ja immer ganz klassisch davon ausgegangen, wir reden mal, die hört uns zu. Aber was ist denn, wenn ich dann quasi einen digital-analogen Breakout-Room mache? Dann kann ich ja auch gar nicht wissen, welcher Teilnehmer, welche Teilnehmerin gerade wo reinschauen sollte. Also ich will darauf hinaus, ich kann gar nicht allen vorschreiben und ich sollte auch gar nicht allen vorschreiben, dass sie alle das Gleiche sehen sollen, weil sonst wird es eben nicht hybrid. Dann haben wir wieder diesen Graben, dann habe ich irgendwie, könnt ihr schon schnell eine Session aufmachen, ich komme später Streik, krank, wie auch immer. Also es gibt ja gute Gründe, warum man nicht mehr physisch lernt. Und es reicht, dass man den Zugang zu seiner Lern-Community hat. Und danach sollte das eigentlich egal sein. Über Mikrofone haben wir oder wollen wir uns jetzt an der Stelle nicht unterhalten, weil dann gibt es andere Probleme. Aber wenn ich klassische Gruppentische habe
Und dann verschiedene Videoperspektiven, da müssen natürlich auch alle mit einverstanden sein, aber auf der anderen Seite wäre es jetzt auch nicht das Problem, dass man eine ganz klare No-Record-Zone, wie auch immer, hat, wo eben ganz klar, da existiert kein Winkel, weil ich jetzt zum Beispiel auch, da hinten ist ja auch ein Waschbecken in der Ecke, das haben wir euch jetzt auch nicht gezeigt, weil A, soll man sich in Ruhe seine Hände waschen können und B, ist es auch irgendwie irrelevant für die Lehrsituation und hier so eine kleine Stapel- und Müllecke haben wir irgendwie auch, aber auch das ist ja trivial. Und insofern könnte man das durchaus auch noch weiter von dieser hybriden Ecke denken. Aber was mir bei diesem Schlagwort Hybrid, Dual, wie auch immer, ganz oft auffällt, es macht sehr offensichtlich, was mit unseren traditionellen Lernräumen, also ich meine die physischen Räume, nicht die Idee drumherum, sondern die Räume, was damit falsch läuft. Einer steht vorne, wie du gesagt hast, der Rest soll eigentlich zum Mitdenken kommen, aber ansonsten, nach 90 Minuten ist auch vorbei, sorry. Du hast vielleicht mal eine Gruppenarbeit, die Räume sind eben nicht dafür gedacht, dass jemand von außen reingucken soll. Also ganz viel wird wie unter so einem Brennglas vergrößert, weil man merkt, okay, eigentlich müssten wir das Ganze umstellen, also wirklich physisch umstellen, wie vorhin in einem Video gezeigt. Auch Pflanzen, auch all dieses, also es gibt durchaus kreative Räume, auch sehr bunte Räume, auch gerade hier am Institut. Die Thinking-Kollegen machen großartige Sachen. Auch das Tische, die Tische wiegen ganz schön viel. Also man kann sie tragen, aber ja, wenn ich demnächst wieder umbaue, das will man jetzt auch nicht jedes Mal machen, das dauert viel zu lange. Was soll ich sagen? Die Design-Thinking-Tische sind deutlich leichter, da kann man automatisch dran stehen und die lassen sich einfach viel besser verschieben. Also man könnte Räume auch ganz anders denken. Und dann fängt man auf einmal an, wie viele Räume haben wir? Keine Ahnung, irgendwie 2-3-stellige Seminarraumzahl wahrscheinlich insgesamt oder noch mehr. Das kostet richtig Geld. Und dann sagt man, ja, okay, dann bauen wir halt die Kamera auf. Komm. Genau, das ist meine 2 Cents. Wir hatten noch Fotos. Wollen wir die Kameras noch komplett machen? Achso, ja, noch mal einmal zurück. Genau, wir hatten jetzt die 4K-Bots. Genau, Kamera, also wir haben Tracking, haben wir jetzt ziemlich gut besprochen. Würde ich auch sagen, das ist die Frontkamera, das ist eine Cinema-Kamera, die, ja. Also das ist jetzt für mich, ich bin ja jetzt da nicht so der Kameraexperte, das ist eine richtige, jetzt keine Fotokamera, sondern eine Videokamera. Genau, die kann auch gar keine Fotos. Die kann gar keine Fotos machen. Also die kann mal so einen Snapshot, um zu gucken, ob dein Set gut aussieht, aber die kann auch echte 4K, genau. Und hat auch einen echten HDMI-Ausschluss, also nicht irgendwie so Mini-HDMI wie jetzt die anderen oder mit irgendwelchen Konvertern. Und man kann auch entsprechend LUTs, also technisch ist ja ein Filter auch nur ein LUT. Und wenn ich jetzt, habe ich auch einfach schon einen drauf, und wenn ich den jetzt mal ausschalte, merkt man, dass eigentlich alles total grau ist. Und wenn ich das Bild jetzt nehmen würde, könnte ich in der Postproduktion viele schöne Sachen mitmachen, könnte aus dem blauen und roten Hintergrund andere Farben machen, weil... Also wir nehmen da gerade nicht mit auf, aber das würde funktionieren. Und das ist so ein typisches, also man könnte damit jetzt auch einen kleinen Film mitdrehen etc. Hat einen sehr speziellen Anwendungsfall, macht aber irgendwie ein sehr natürliches Bild, wie ich finde. Kommt natürlich auch darauf an, welches Objektiv man da drauf schraubt. Aber das ist von dem Freiheitsgrad, den ich sozusagen bekomme, wobei jetzt tatsächlich deine 4K-Kamera auch wortwörtlich einen großen Freiheitsgrad hat, bekommt man einfach relativ viel, um auch in die Postproduktion zu gehen. Costa Quantum? Ja, bist du so mit 1500 dabei. Also ist eben eine echte True 4K. Grüße an die Medientechnik, wo ich sie mir ausleihen durfte. Dann haben wir noch eine 250D, auch von Canon. Also ist ein EFS-Sensor, glaube ich, ohne jetzt in die Details gehen zu wollen. Kostet, glaube ich, im Kit auch 650 €. Kann aber auch, wie die 80D, auch einfach mal ein paar Fotos schießen, ohne dass man jetzt einen Termin beim Fotografen braucht. Macht schöne Porträtfotos zum Beispiel und hat jetzt auch zum Beispiel ein Telezoom ist sofort dabei. Benutze ich total gerne als Overhead-Kamera, weil man eben reinzoomen kann. Hat einen Autofokus und was ich da spannend fand, und du hattest es ja auch gerade gesagt, einen ganzen Raum mit Kameras ausrichten. Ich habe da mal ein Video vorbereitet. Das muss ich gleich mir nochmal angucken. Es kommt von
Genau, die Stiftung Innovation in der Hochschullehre hat es hochgeladen. Das Ganze ist aber aus dem Projekt HiLeg von den Kollegen aus Dortmund. Mhm. Habe gerade die Tage gesehen, oder heute, nee, nicht die Tage, ja, heute. Steht seit, also es ist erst seit einem Tag online, oder? Genau, also, ja. Ist, also den Promotional Tweet sozusagen zu dem Video. Ich will gar nicht das ganze Video angucken, aber interessanterweise, und das ist Zufall, ich glaube, das ist genau die Kamera, die wir eben auch gerade gesehen haben. Also eine, das ist sozusagen, das ist keine Profikamera. Aber es ist so eine Brot und Butter. Genau, also die, digitale Spiel- die macht schöne Kamera, die macht schöne Videos und Fotos. Das ist jetzt eine. Und ich will vor allem, also zum einen, guckt euch dieses Video an. Ich habe es, glaube ich, entweder geleitet, ich retweet es auch nochmal. Das benutzen die, jetzt muss ich gucken, sind wir schon richtig? Dann ist der, genau. Das benutzen die Kollegen, um einen ganzen Raum virtuell, ich habe ja gerade gesagt, was sie kostet. Und das feiere ich so dermaßen, wenn man sich über VR und irgendwelche Versus, wobei zum PD-Verse kommen wir ja später auch noch, kann man jetzt denken, was man möchte, aber die Tatsache, dass sich jemand, und wie jetzt, ich habe mir das Video auch ehrlicherweise noch nicht komplett angeguckt, aber um jemanden in der 360-Grad-Perspektive zu filmen, nehme ich mir entweder eine richtig teure Kamera, die das quasi schon vom Chipset kann, oder ich habe eben ganz viele. Und sie haben eine ganze Etage, so wie ich das verstanden habe, rund, also angelegt ist es rund um die Bibliothek. Das heißt, als Lernort als Lehrort ist ja total verständlich. Und ich glaube, das haben sie auch Hybrid-Zone genannt. Die machen, also könnte man sich auch nochmal in Ruhe anschauen. Und da merkt man eben einfach, gut, das Interview finden wir jetzt nicht Untertitel, auch sehr ganzheitlich gedacht, ohne dass jetzt, ist eine schöne Fläche. Also da stehen, in einer Szene sieht man, ich glaube, 5 von den Maker-Bots. Also da hat man sich mal wirklich überlegt, wir transformieren eine Fläche. Das ist natürlich jetzt wieder eine klassische Videosituation, aber auch dafür sollte man Raum haben und Raum bieten. Ich glaube, es kommt das übersteigt jetzt mein Wissen, aber programmierbare Nähmaschinen würde ich... Ja, das ist halt so ein Makerspace. Ja, aber das ist doch der Knaller. Also da ist doch einfach die Frage, warum flasht mich das so im Jahr 2022? Das ist doch irgendwie verrückt, weil die Einzelkomponenten kennen wir natürlich alle. Und warum ist das irgendwie die für mich jetzt erste Uni, obwohl wir uns jetzt seit Jahren drin bewegen? Also ich kann diesen Kontext gar nicht genug loben. Und dann, auch aus Studierendensicht, lohnt es sich richtig, an die Uni zu kommen. Und das muss man auch sagen, die Studierendenzahlen gehen zurück. Wir müssen uns überlegen, was wir denn machen oder was wir machen sollten, damit die Hörsäle eben nicht so aussehen wie bei unseren Eltern oder davor. Und ich meine, die gleiche Diskussion kann man auch auf Klassenräume. Ja. Genau, fand ich einfach spannend. Grüße nach Dortmund und an die Stiftung Innovation in der Hochschule. Und was wollen Sie mit dem Personenscanner machen? Ich glaube, die um virtuelle Welten und Avatare zu erstellen, brauchst du so ja... Sachen halt so auszuprobieren. Die sind gut aufgestellt. Also egal, in welches Verse wir als nächstes abwandern. Muss man aber einfach mal sagen. Ja, das stimmt. Das ist natürlich schon irgendwie... Ja. Fand ich einfach sehr hervorhebenswert, weil du gerade sagst, ja, machen wir 5-6 Perspektiven. Ja, warum nicht alle? Ja. Also, warum ich jetzt eben nicht vermehrt solche Kameras einsetze, ist, ich habe ja irgendwie viel mit mobilen Settings zu tun und dann ist einfach, die anderen Kameras, die ich jetzt so besprochen habe. Boah, die flackert ganz schön. Ja, weil sie wahrscheinlich zu wenig Strom bekommt. Ja, okay, dann bleiben wir mal da. Oder zu wenig Energie bekommt. Sie sind halt einfach viel kompakter, ne? Passt halt besser in meinen Rucksack und sie gehen halt direkt per USB an den Rechner. Ja. Deine Kameras haben ja alle jetzt irgendwie einen HDMI-Output, bis auf die eine Fotokamera, die schon wieder ausgegangen ist. Und, genau, wobei auch die zwei Webcams, wir können ja nochmal in den, also das ist natürlich auch ganz stinknormaler 2.0 USB. Genau. Genau, aber, und also ja. Meine Kamera, die 4K-Kamera da, die wird jetzt wahrscheinlich immerhin... USB 3.0 haben und ob die jetzt im Moment tatsächlich irgendwie 4K liefert und im Stream kommt ja da jetzt sowieso nicht viel von an. Halt nochmal eine andere Nummer. Aber jetzt so für meine Zwecke, dass ich halt ohne Capture Card auskomme, ja. Sind die USB-Kameras an sich schon irgendwie nett und sinnvoll. Und ja. Ich meine, dann
kann man sich halt drüber streiten. Klar, Bildqualität hin und her. Ich meine, die OBS-Bot macht jetzt auch nicht so ein schlechtes Bild im direkten Vergleich. Ist eigentlich ganz okay. Die nicht 4K-Variante davon macht auch ein ganz brauchbares Bild. Ja. Und die Insta zum Beispiel macht, und ich meine, selbst jetzt irgendwie auch die Frontkamera von meinem Surface zum Beispiel macht auch ein ganz brauchbares Bild. Und am Ende dafür, dass ich ja dann, wenn ich halt irgendwie viel Folien zeige, ein Quiz in Kahoot mache, irgendwie Aufgaben anzeichne, Schaltbilder, Diagramme, ne, dann ist mein Kamerabild da halt relativ klein. Dann ist das, also für Experimente zum Beispiel ist es halt schon dann eher wichtiger, dass man halt eine gute Kamera hat. Und da habe ich letztens so eine, ja, so wie die halt diese 10 oder 20, und die hat zum Beispiel dann den Fokus nicht richtig gefunden. Dann kam sie halt nicht so richtig damit klar, dass das Display von dem Messgerät halt viel heller war als die Umgebung. Ultra matschig, muss man. Also es ist okay, aber zum Beispiel ist jetzt der Hintergrund viel zu hell, sie übertreibt total. Es soll ja blau sein und nicht weiß. Ja, und die hat das einfach nicht geschafft dann mit dem Fokus. Fokuspump, schön. Ja. Aber jetzt, ich verstehe den Zeitverzug nicht. Das ist die. Und da muss man auch sagen, also wir beschäftigen uns viel damit, aber wenn man es nicht, wenn ich weiß, dass es geklappt hat und auf einmal baue ich das ein paar Kilometer weiter auf oder wechsle das Gebäude, auf einmal funktioniert es. Das darf nicht so funktionieren. Also, ja, ist ganz geckig als Neben. Kamera. Wir haben tatsächlich gestern einfach Folgendes gemacht. Also ich hatte auch die 3 aufgebaut, als noch so ein Stück höher. Wir haben stehen präsentiert und dann kriegst du natürlich viel besser ein Gefühl dafür, wie man virtuell hält. Dann haben wir das Ganze noch simuliert mit, okay, und was wäre jetzt, wenn man das gleiche Textstück, Medienstück auch in einem eben Hybrid präsentiert. Man hat eigentlich ein Auditorium, dann sind wir auch durchgegangen, sind wir auch die klassischen TV-Formate durchgegangen. Die Leute bezahlen eine große Satire-Sendung im zweiten deutschen Fernsehen, damit sie die Aufnahme sozusagen live mitbekommen und um Atmosphäre zu kreieren. Die würden das auch ohne Publikum machen, hat man ja auch in der Pandemie gesehen. Aber eigentlich schaust du jemandem zu, wie er gerade in der Kamera spricht. Es gibt noch ein paar Live-Sketche, das ist dann auch durchaus interessant. Aber eigentlich ist auch das Fernsehen produziert für die Nicht-Anwesenden. Und das würde ich jetzt irgendwie auch nicht Hybrid nennen. Ja, vielleicht kommt da durchaus Atmosphäre auf. Auch die Saturday Nights oder wie sie alle heißen in Amerika. Aber auch die produzieren ja für das große Publikum draußen. Und das könnte man auch auf die Lehre übertragen. Ja, kommt drauf an. Wie viele Leute, haben wir ja auch schon mal diskutiert, ne? Wie viele Leute halt im Raum, im Hörsaal, in einem Übungsraum, im Seminarraum sitzen. Ja. Und wie viel man weiß, halt irgendwie per Zoom, per Dings zugeschaltet sein. Ich meine, haben wir auch schon mal gesagt, dass man dann, wenn man nur 2 Leute im Raum hat und aber 12 irgendwie von online zugucken, dass man dann eher in die Kamera guckt und eben nicht so sehr in den Raum schaut. Ja, ich sehe den Vorteil der Bildqualität, ich sehe den Nachteil des größeren, also Preis ist natürlich irgendwie relativ, den Nachteil, dass man halt das HDMI-Catcher braucht. Ja. Ich wäre halt irgendwie immer so bei den kleinen, kompakten USB-betriebenen Kameras. Mobil definitiv. Was ja aus meiner Sicht jetzt irgendwie spannend ist, ist, dass man halt als Uni so irgendwie sagt, hier ist eine große Lehrveranstaltung, ja, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Physik für Ingenieure, ja. Mhm. Stochastik 1. Stochastik 1, keine Ahnung, BWL 1, Grundlagen der BWL, ja, wo halt hunderte Studierende irgendwie zuschauen und man das heutzutage, ich würde mal sagen, relativ selbstverständlich in ein Online-Format überträgt und dann der Lehrperson sagt, ja, also da ist halt irgendwie eine Kamera im Hörsaal eingebaut, die ist aber nicht so richtig der Knaller und da hast du irgendwie eine total fummelige Fernbedienung, wo du da irgendwie zoomen musst oder pass auf, bring dir doch einfach irgendwie selber deine Kamera mit, wenn die nicht funktioniert, wenn du nicht damit klarkommst. Ne? Ja. Und man halt, das, also Freiheit von Forschung und Lehre, total okay, halt den Lehrpersonen das überlässt, wie sie das machen, aber ihnen da nichts vorschreibt, aber jetzt auch nicht, zumindest so in meiner Wahrnehmung, nicht wahnsinnig stark dabei unterstützt. Und das auch total unproblematisch findet, wenn das dann total hemdsärmlich passiert. Mhm. Ja? Oder wenn das halt in sagen wir mal, aus Mediensicht sehr, sehr schlanker, sehr fragwürdig, will ich nicht sagen, zweifelhaft auch nicht, ne? Aber sozusagen schon sehr, ja, einfach improvisierter
Natur passiert. Du konntest dich auf deinen Inhalt konzentrieren, das musst du auch, weil das ist die Hauptlehrpflicht. Und genau. Dann versuchst du irgendwie, ja, so Best Effort. Also aus technischer IT-Sicht würde ich sagen, es ist so ein Beste, was ich machen kann. Und ja, zumal man ja auch, muss man ja auch einfach sagen, andere Dinge hat, außer zu lehren. Ja. So, also ich glaube, das ist auch einfach kein, also es ist ein gesunder Pragmatismus. Wir übertreiben natürlich völlig, ganz, ganz oft, muss man ja auch einfach mal sagen. Auf der anderen Seite wird es irgendwie langsam mal Zeit, dass wir eben, dass das Grundlevel, so möchte ich es diplomatisch formulieren, steigt. Und genau, also vor allem, weil man ja auch sieht, das Projekt, und wir wollen jetzt irgendwie... Ah, okay, jetzt sind wir wieder live. Wir sind wieder live. Ja. Also wenn man irgendwie wenn man einfach für die Öffentlichkeitsarbeit einer Universität, für die Außendarstellung diese Hochglanzvideos produziert, dann produziert man die halt als Hochglanzvideos. Also dann ist es relativ normal, dass es heißt, ja, wir wollen halt irgendwie ein 5-Minuten-Video über dieses und jenes aufzeichnen. Ja. Jetzt Regieplan, kommen fünf genau, Leute vorbei. Was sich halt am Ende dann aber auch nur 100 Leute irgendwie vielleicht bei YouTube angucken, weil das zu irgendeinem Spezialthema ist, was jetzt auch nicht so die wahnsinnig breite Masse interessiert. Ja, dann hat so ein Video halt nach einem Jahr irgendwie vielleicht 100 Views oder vielleicht 200. Und da wurde aber ein Skript geschrieben und da kamen wirklich 3-4 Leute für die Dings vorbei und einer hat sich um den Ton gekümmert und einer hat den Raum ausgeleuchtet und einer hat irgendwie die Kamera bedient und dann gab es noch eine Regie und einen Regieassistenten und es gab einen Haufen Telefonate vorher, wie und wo und warum man das jetzt am besten macht. Und ja, bei einer Grundlagen-BWL-Vorlesung, wo halt, ich sag mal, hunderte Leute irgendwie live zuschauen würden. Da pro sagt, Vorlesung, also pro Video. Pro Video. Und ja, gucken mehr. Da sagt man halt also, so der Lehrer so, ja, du hast doch eine Webcam, oder? Da hast du doch noch eine von früher, so eine alte da mit, die nimmst du halt und dann ist ja gut. Ne? Also da, das finde ich, sage ich mal, irgendwie noch so, wenn man jetzt ein bisschen von oben drauf guckt, also aus der jeweiligen Sichtweise ist das total sinnvoll, wie wir gerade schon irgendwie diskutiert haben, aber von außen, wenn man jetzt vielleicht irgendwie gar nicht so tief in diesem Uni-Kontext drinsteckt oder vielleicht auch als Student, als Studentin, sieht das manchmal halt irgendwie komisch aus. Ne? Mhm. Also warum sehe ich, wenn ich mir Studienwerbungsvideos angucke von der Uni, super krass hochkant produzierte Formate und wenn ich mir dann ein typisches Lehrvideo angucke, dann... Wenn du, also brauchst du ja schon Zugangsdaten. Also das meiste Zeug ist ja überhaupt nein, aber wenn ich dann studiere. Ja. So, ja, was ich dann halt spannend finde, und jetzt können wir vielleicht nochmal in die Browser-Ansicht wechseln. Und wir waren schon gerade wieder mal einmal gelb. Also wir streamen halt, so wie man es eigentlich nicht machen sollte, über WLAN. Ja. Über das gute Eduroam. Qua Infrastruktur muss das sein. Genau, ja. Wir können nachher mal noch einen Speedtest zeigen, aber nicht. Ja, nee, zeigen wir lieber nicht. Es ist gerade so schnell genug, dass man es. Also, es könnte gerne noch eine Null hinter der Zahl stehen, dann wäre es irgendwie schöner. Du willst. Ich will mal im Prinzip das zeigen. Also, das ist ein. Ich sage jetzt nicht näher, welches Event das ist. Und wollen ich wir ganz kurz einen Bio-Break machen, bevor wir in die Fotosession gehen? Ich bräuchte keine Bio-Break. Okay, wir können auch weitermachen. Alles gut. Ich wollte nur weil wir haben ja noch einen zweiten. Okay. Ja. Machen wir weiter. Ja. Also, vielleicht, ich meine, wir haben ja nur noch Moderation und Regie, dann machen wir vielleicht diesen ersten Break und dann machen wir ein zweites Thema. Ich sage nicht, welche Veranstaltung es ist. Es ist was vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden hat. Ich habe jetzt mit Absicht ein paar Sachen auf den Bildern sozusagen verpixelt und formatiert. Muss man das mal dort drüben näher anschauen. Du musst dir das mal da drüben näher anschauen. Ja, einfach, ich meine, das ist ja das Schöne. Okay, ich kann ja mal spielen. Ich sehe ein MacBook. Ich sehe verschiedene Ethernet-Kabel. Also ein Switch. Fünf Laptops. Also Sie sehen auf jeden Fall fünf Laptops. Ein Mischpult ist da. Das ist irgendwie. Also es ist schon mal wirklich. Es ist schon mal Profimaterial. Ich setz mich mal auf deinen Platz. Ich gehe mal nochmal auf eins zurück. Also dann sehen wir hier. Ich glaube, das ist ein Licht und ein Tonmischer. Und hier hinten ist halt so ein Bildmischer. Okay. Und also fünf Laptops, wenn man jetzt mal zählt, ein Haufen Kabel, irgendwie super viele lange Strecken und Durchführungen. Ja. Und hier habe ich nochmal ein Bild einfach jetzt nur von dem Tonmischpult. Und also da wurde Material und
Es gibt Know-how drauf. Es gibt noch ein zweites Fotoset, was du ja auch noch kurz aufmachen kannst. Da ist noch mal ein bisschen Kamera zu sehen und Licht und lauter so Sachen. Das ist direkt in der Antwort darunter. Hier habe ich noch mal irgendwie das Ding. Okay, das sieht sehr nach Blackmagic aus. So als Marke darf man ja ruhig mal sagen. Das ist definitiv Profimaterial. Ein Abhörer im Sinne von lokale Qualität. Das haben wir zum Beispiel gerade hier gemacht, dass wir einfach aufgenommen haben. Geguckt, klingt das gescheit? Okay, eigentlich will man das live währenddessen kontrollieren. Aber das kriegen wir jetzt hier nicht hin. Genau. Ein Remote-Kamera-Joystick fürs Zoomen? Ja, das habe ich nicht so richtig verstanden, weil es gab auch noch eine Person, die halt direkt an der Kamera saß. Ja, und übrigens in der... Ah ja, nee. So, also. Aber jetzt müssen wir nochmal alles... Müssen wir nochmal zurück. Okay. Ja, okay. Also, das ist Foto 1 mit Riesenmischer und so weiter. 5 Laptops, das ist schon ein bisschen, also das verstehe ich nicht ganz, wenn ich ehrlich bin, weil ich will auch, also entweder, weiß nicht, welche Funktionen die jetzt haben oder ob die da zufällig stehen, super viel Verkabelung, ein Switch, auch tatsächlich nicht so USB irgendwas gefummelt, sondern echte Funk- und Videostrecken und ja, gut, Bodentanks haben wir auch, aber nur für Strom. Ja, okay. Mischpult, und das Mischpult habe ich jetzt irgendwie zweimal ja. Drin. Genau, das war gerade der, genau, das mussten. Ja, das muss so ein Remote-Zoom-Pen-Tilt-Zoom sein für die Kamera. Genau, hier ist wieder der Kopfhörer, damit die Regie, und wir gucken ja gerade, und auch die, ich meine, das wäre ja so die nächste Ausbaustufe, die will ja eigentlich weg verschlossen sein. Die sitzt normalerweise hinter der Tribüne, guckt durch Glas, damit es kein Feedback-Schleifen und so weiter gibt. Oha, nochmal ein Monitor und eine RGB-Tastatur. Ja. Genau, und das ist, denke ich, meines Erachtens der Bildmischer, in dem halt... Lass uns ein relativ simples Hybrid- oder Streaming-Format mit beliebig viel Technik umsetzen. Das ist den Kollegen und Kolleginnen gelungen. Aber das ist schon temporär aufgebaut, das sehe ich so, richtig, genau. Da sind jetzt halt noch ein paar Scheinwerfer zu und wahrscheinlich habe ich jetzt das Bild nicht drin von der Kamera, richtig? Das habe ich jetzt irgendwie vercheckt, schade. Nee, das sind wir, ja. Ja, dann habe ich irgendwie dieses... Also im Prinzip war da halt eine Kamera, die ein bisschen größer ist, also wahrscheinlich schon so eine relativ professionelle Fernsehkamera. Aber das erklärt, warum dann Remote... Da ein Joystick dabei war, damit werden die ja auch den Fokus automatisch gezogen. Ja, so, also ich erzähle jetzt vielleicht noch so ein bisschen was zum Kontext, ohne jetzt allzu viel über diese Veranstaltung zu verraten. Also wir haben so eine Veranstaltung schon mal gemacht, da fand sie halt in Magdeburg statt und da habe ich die im Prinzip präzise mit meinem Bring Your Own Device Setup gemacht. Also da stand halt ein Laptop rum, über den Laptop lief die Videokonferenz, über den Laptop wurden halt die Folien präsentiert und dann hatte ich halt noch eine zweite Kamera, ein Tablet auf einem Stativ, das hatte ich halt als Raumkamera. Ah, und dann hatte ich diese Mikrofone, die wir halt heute auch tragen. Funktioniert. Und zwar ein Mikrofon für die sprechende Person und ein Mikrofon, was man eben für Fragen im Raum herumgeben konnte. Und ich hatte eine Bluetooth-Box eben als Audiorückkanal, damit man Fragen der Zoomies hört. Und das war halt auch ein mehrtägiges Format. Und das ist so ein klassisches, ich sag mal, Vortragsformat. Mhm. Also da gibt es Vorträge und dann gibt es halt Q&A. Konferenz. Wie so ein Mini-Konferenzformat. Ja. Und wir haben das halt, als es sozusagen das letzte Mal stattfand, eben pandemiebedingt und auch weil es an einer Uni stattfand, war es halt ein bisschen kleiner. Mhm. Da waren wir vielleicht, ich sag mal, sowas wie 10, 12 Roomies und ich sag mal so roundabout 15, 20, 25, je nach Tageszeit und je nachdem, was da so für ein Vortrag war, halt Zoomies. Aber hast du zweimal Zoomies gesagt, 15 Roomies dann? 12 Roomies und 10, 12 Roomies und 15, 20, also halb, 25. Halb, ja, okay. Ja, so. True Hybrid würde ich das von True, den, True Hybrid, ja. Von, so. von der Verteilung. Genau, her. So. Und das also funktionierte im Endeffekt mit diesem extrem schlanken Setup funktionierte halt das relativ gut, hatte, sage ich mal, den einzigen Nachteil, dass man
mit dem einen Beamer, wie man das halt immer so hat, auch in klassischen Lehrveranstaltungen, wenn ich halt Großkamerabilder zeigen will, geht mir halt Platz von den Folien verloren. Bräuchte ich 4:3 Folien muss das ja irgendwie als Overlay machen. Und wenn halt Leute was über den Chat schreiben und ich ein Chatfenster einblende, geht mir halt da auch Platz verloren. Mm. Oder wenn dann Leute sozusagen Direktnachrichten an die Moderation schreiben, dann sieht man die halt vorne auf dem, für die Roomies sind die dann sichtbar eben auf dem Projektor, ja, weil ich eben das Bild, Veranstaltung. Ja, aber relativ geschlossener Teilnehmerkreis, kein Problem. So, und diese Veranstaltung fand jetzt halt in diesem Jahr, also ähnliches Veranstaltungsformat, ne, Vorträge, Q&A, fand halt bei einer Firma statt. Und ich meine, was jetzt halt interessanterweise diese Firma gesagt hat, oder es war der Wunsch, wieder so ein ähnliches Hybridformat zu haben. Und die Firma hat halt gesagt, wir haben jetzt keine große Expertise, wie man halt sowas macht. Wir kaufen halt einfach, also kostet es, was es wolle, wir kaufen uns halt einfach eine Firma ein, die uns das für uns macht. Also die haben das Problem mit Geld erstickt, kann man genau. so sagen. So. Okay. Und dann kam ich da halt hin und guckte mich so im Raum um ja, und sagte halt, oh, interessant. Und da habe ich halt so gefragt, ist das denn, weil es sah ja so ein bisschen so wie hier aus, auch so hingeworfen. Ne? Ja. Also, da habe ich dann gefragt, ist das denn hier dauerhaft in dem Raum aufgebaut oder ist das jetzt nur für diese Veranstaltung aufgebaut? Ja, ein Teil wäre wohl halt in dem Raum, aber den überwiegenden, allergrößten Teil, den hätten sie jetzt halt genau dafür dorthin gestellt. Also das Krasseste finde ich diese Trasse. Und ich glaube, die hängt wahrscheinlich immer da. Ja, aber nur die Trasse selber, die Kamera leuchten, also zumindest einige, nehme ich mal an, haben sie, das ist schon krass. Also, die Haken werden, also Löcher haben sie jetzt nicht gebohrt. Nee, Löcher haben sie nicht gebohrt. Aber das ist schon, also wie gesagt, deswegen sage ich ja, das ist völlig krass, was wir hier machen, aber das ist das mittlere Besteck. Das ist das große Besteck. So, also, da wurde halt richtig, richtig Technik aufgefahren und eben nicht nur diese Technik, sondern da saß halt eine Person, die hat halt die Regie gemacht. Mhm. Ja? Dann gab es eine Person, die hat sich im Prinzip darum gekümmert, dass halt da, also, oder es war mal Regie, ist vielleicht übertrieben, die hat die Aufnahmeleitung gemacht. Das war, glaube ich, die Position, wie sie angesprochen werden wollte. Also Aufnahmeleitung, dann gab es eine Person, die sich halt, ich sag mal so, um die Folien gekümmert hat. Ja. Ja? Die Folien der Vortragenden aufzulegen, eine Pausenfolie einzublenden, eine Mittagspausefolie einzublenden, irgendwie so eine Übersicht, so geht es weiter im Programm, was halt natürlich schon irgendwie sehr, sehr schön ist. Dann gab es eine Person, die sich um den Ton gekümmert hat. Es gab eine Person, die sich im Prinzip um das Bildmischen gekümmert hat. Wobei es aber nur eine Kamera gab, also so viel war da halt gar nicht zu mischen zwischen einer Kamera und wir sind bei vier Leuten, habe ich das? Okay. Und es war noch eine Person, die Kamera bedient hat, die halt im Endeffekt das gemacht hat, was meine OBS-Bot-Kamera automatisch macht, ne, halt der vortragenden Person zu folgen. Okay. So, das heißt, da saßen fünf Leute. Wie viele Tage? Für zwei. Okay. Ja, fünf Personen. Also cool, dass ihr solche Connections habt, aber das ist fast schon zu viel im Sinne von völlige Überforderung, im Sinne von was Mikrofon ansteckt. Also was man halt irgendwie natürlich sagen muss, dieses Jahr, weil das eben bei einer Firma stattfand, weil vielleicht jetzt die Pandemielage zumindest gefühlt nicht mehr so schlimm ist wie im letzten Jahr, da kann man sich auch sehr intensiv drüber streiten, ob und wie das jetzt so ist, waren wir deutlich mehr Roomies, ich sag mal so um die 100 deutlich mehr Zoomies. Seminare? Das ist ja krass. Okay. Wobei das halt auch nicht per Zoom stattfand, sondern ich glaube wirklich auf einem eigenen Streaming-Dienst. Yeah. Jetzt eben auch nicht bei YouTube und Twitch, sondern es war halt eine eigene Streaming-Plattform. Und da waren das zumindest so, was wir halt gehört haben, zwischen, ja, ich sag mal auch 100 und 150, sowas in dem Dreh. Und ich meine von daher, ne, also wenn ich das jetzt wieder mit meinem sehr schmalen Besteck, mit meinem Laptop gemacht hätte, okay, hätte es wahrscheinlich auch funktioniert, ne, wenn man das jetzt über Zoom gemacht hätte und über irgendwie parallel bei Twitch Stream, warum nicht? Funktioniert ja bei den klassischen Lehrveranstaltungen auch. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen eben der Hintergrund, wenn man das jetzt als Firma macht, also als Firma, die dieses Seminar veranstaltet,
dass es natürlich dann aus Firmensicht eben das Einfachste der Welt ist, zu sagen, ich suche mir jetzt eine andere Firma dafür, die halt Experte, Expertin daran ist, das halt zu machen. Und die sagen natürlich, wir können euch das alles bereitstellen, aber wir denken und arbeiten eben auch ganz gerne wirtschaftlich, deswegen bieten wir euch jetzt so ein bisschen das Maximalpaket an und wenn ihr das bereit seid zu zahlen, dann ja, halt warum nicht, ne? Weil dann sagt ihr, nee, können wir nicht, okay, dann... Und als Uni würde man natürlich direkt sagen, ja, nee, sorry, also weil für jetzt irgendwie 2 Tage ne, diesen Sack voll Technik und 4 Personen zusätzlich oder 5 Personen zu bezahlen, die jetzt da irgendwie das Hybridformat machen, das werden wir als Uni halt nicht leisten können. Da will man dann Hybrid doch nicht. So. Und das fand ich, also dann eben jetzt mal wieder so in diesem Vergleich, wenn man mal aus der Uni-Bubble ausbricht, sehr spannend zu beobachten, wie halt eine Firma damit umgeht. Und ich meine, aus technischer Sicht, ich habe jetzt natürlich, weil ich ja vor Ort war und weil man sich für diesen eigenen Streaming-Dienst auch wieder irgendwo hätte anmelden müssen, habe ich das auch nicht getan und das hätte jetzt auch komisch ausgesehen, wenn ich da im Raum gesessen hätte und halt parallel in den Stream reingeschaut hätte. Aber also Leute, die das geschaut haben, haben mir halt zugetragen, das sah natürlich jetzt, wie auch vielleicht nicht anders zu erwarten, ne? Ja. Für das Setup schon irgendwie sehr gut. Und muss sehr, ja dann auch. Also muss ja dann auch sehr professionell aussehen. So, worauf ich jetzt aber eben irgendwie zurückkomme, also was wir jetzt aber im letzten Jahr halt hinbekommen haben, ist, wir haben zumindest mal ab und zu ein paar Kamerabilder von den Leuten gesehen, die halt online zugeschaut haben oder zumindest dann in dem Moment, wo sie halt eine Frage gestellt haben. Also es gab in meinem Setup, in meinem hemdsärmeligen improvisierten Setup, viel einfacher die Möglichkeit, im Prinzip Zoomies reinzuschalten, weil es wirklich einen Rückkanal gab. Ja. Ne, da war das jetzt so ein reines Streaming-Format. Die Leute konnten über den Chat interagieren. Ja, so, definitiv. Es ist eine Art kommunikative Einbahnstraße. Vor allem, was das Video, also wir feiern hier so Videoformate und Kameras ab, aber Teilnehmer haben eigentlich keine Chance, was zurückzuspielen. Ich meine, das könnte man jetzt durchaus auch mit so einem Bild in Bild, also das wäre natürlich technisch möglich, aber bei so klassischen Livestreams, also man sieht ja auch nur die Leute, die im Fußballstadion stehen, so ganz platt gesagt, und keiner blendet die feiernden Fans auf der Couch ein. Das will ja auch keiner. Aber wenn man sozusagen nur einseitig so einen großen Aufwand betreibt, dann verführt das, würde ich behaupten, auch auf der Konsumentenseite natürlich auch schon eher, dass man sich es entsprechend auch nur anschaut. Oder was würdest du sagen, wie war so die Chat? Ja, also es gab, glaube ich, schon Fragen im Chat. Dann kommt jetzt so ein bisschen das nächste Problem halt dazu, dass man das natürlich auch irgendwo mal am Anfang von der Moderation her aufgreifen muss. Also am Anfang gab es jemanden, der halt gesagt hat, ne, also vielen Dank, dass Sie alle da sind und wir sind jetzt hier im Raum und so und auch schönen guten Tag und schönen guten Morgen oder was man so sagt, eben an die Leute, die jetzt nur per Stream zugeschaltet sind. Aber eigentlich liefen die dann irgendwie so ein bisschen nebenbei. Und was ja krass ist, wenn ich schon unterbrechen darf, weil mit den teuren Aufwand, den monetär und personell und materialintensiven Aufwand, macht man ja eigentlich, um es digital abzubilden, um sich in Person zu treffen, braucht man quasi keine Technik außer einen Projektor. Ja. Und das ist natürlich genau andersrum angekommen von der... Ja, so und eben nur, das ist ja auch wieder so ein bisschen das Problem halt an den Unis, also vielleicht auch in Zukunft, wenn man jetzt halt so Unis so ausstatten würde, ja, nur weil ich dann die Technik dahinstelle, heißt das ja noch lange nicht, dass Leute das nutzen und dass sie das auch sinnvoll nutzen. Und das war halt da jetzt bei der Kiste auch so ein bisschen das Problem, dass man halt die Vortragenden, und vielleicht ist das auch einfach schwierig, weil man sich sonst noch mal einen Tag vorher treffen müsste, um alle irgendwie kurz zu briefen, also halt damit entsprechend umzugehen, ja, wie mache ich das? Oder wie gehen wir denn damit um? Gibt es, wenn es Fragen, machen wir erst Fragen im Raum und dann Fragen aus der Online-Welt? Ja. Oder machen wir mal eine Frage aus dem Raum, mal eine Frage aus der Online-Welt abwechselnd? Kann man zwischendurch Fragen stellen? Sind Fragen nur am Ende von Vorträgen erlaubt? Lauter so Sachen. Dann war so, also wir wurden halt natürlich, wenn es eine Person gibt, nur für den Ton, ich sag mal, sehr professionell verkabelt, dann war so eine Sache, eigentlich sollten wir unsere Folien vorher irgendwo hochladen, was ich vielleicht Klassiker. Auch so machen würde, Klassiker, ja.
Damit natürlich diese Folien schon mal irgendwo auf so einem Regie-PC halt da sind und man die da halt schnell hin und her switchen kann. Und nicht, das hätte ich natürlich auch so gemacht, ne, nicht, dass halt Leute, wie das sonst so ist, 3 Minuten vorher ihren USB-Stick rein, dann sieht man einmal, wie sie durch ihre ganzen privaten Dateien scrollen und die Folien suchen. Ihr so. Macht die Signalkette kaputt. Ja, genau. Das meinte der Mensch halt auch, ne? Also wir wollen versuchen, währenddessen halt jetzt irgendwie nicht viele Kabel umzustecken. So, jetzt war aber mein Vortrag natürlich relativ interaktiv. Ich wollte halt ein Quiz zeigen. So, und dann habe ich halt gefragt, ich brauche dafür eigentlich nur einen Browser-Tab. Ja, ich müsste halt mal ganz gern zwischen Browser-Tab und meinen Folien wechseln. Und ich müsste mich halt in den Browser-Tab halt anmelden. So, und das ging dann zum Beispiel nicht. Und dann war halt die einfachste Lösung, ich hatte auch zum Glück irgendwie einen relativ frühen Vortrag oder so, dass das halt an der Pause angrenzte, dass wir dann gesagt haben, okay, wir stellen meinen Laptop hin, ja, und ich klicke die Folien wirklich von meinem Laptop durch und der wird dann irgendwie per HDMI und so halt mit eingebunden. Das funktionierte im Prinzip technisch auch wunderbar. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass sie halt eigentlich vorne einen Klicker zum Beispiel hingepackt haben, der halt irgendwo mit dem Rechner hinten verbunden war, womit sich alle anderen Vortragenden auf ihre Folien klickern wollten. Jetzt hatte ich halt meinen eigenen Rechner hingestellt und hatte natürlich meinen eigenen Klicker oder meine eigene Maus hingepackt. Und dann war das halt so witzig, dass halt Leute vorne standen und sozusagen auf meiner Maus, auf meinem Rechner sich durch meine Folien geklickt haben, die aber überhaupt gar nicht angezeigt wurden. Und dann irgendjemand, also weil ihnen das einfach keiner wieder gesagt hat vorher, pass auf, das ist der richtige Klicker, ne? Da hat jetzt nur der Magdowski hat da sein Dings hingestellt. Und wahrscheinlich musste hinten jemand immer an der Regie sitzen und dann gucken, okay, die Person klickt gerade wieder vorne ganz hastig, ich muss jetzt mal bei mir halt eine Folie weiterstellen. Na, also das wieder Technik hinstellen, ja, aber das vielleicht dickere Brett ist halt wieder auch die Leute so zu sensibilisieren, diese Technik von, also wie kriege ich das in so einem Konferenz, Hybrid, Seminar, was auch immer, Setting hin? Also entweder Technik so zu bauen, dass sie halt intuitiv nutzbar ist oder in den 5 Minuten oder so, die man halt hat, den Leuten zu sagen, pass auf, genau so musst du es halt machen und nicht anders, weil sonst führst du das Ganze, was wir hier gemacht haben, irgendwie total ad absurdum. Da war halt auch eine Dame, die einen Keynote-Vortrag gehalten hat und die wurde halt vorher auch verkabelt und hat dann ihren Vortrag gehalten und anstatt danach halt einfach noch zu warten, hat sie sich halt einfach das Mikrofon so vom Kopf gerissen und hat halt super viele Störgeräusche produziert. Ja? Und zumal das ja auch sowohl vom Ablauf her, als auch, ja, also ich sag mal so, das könnte so eine Art, man muss es ganz klar sagen, das ist Hardware-Medien-Kompetenz oder eben auch nicht. Und das muss man, also ich meine, deswegen haben wir, zum Beispiel, was ich gestern gemacht habe, ich habe Studierenden einfach mal, das ist natürlich jetzt nicht verkabelt, da muss auch ein XLR noch ran, aber einfach mal auch ein Mikrofon in die Hand gegeben. Also zum einen, weil das hat eine gewisse, also es wiegt ein bisschen was, das heißt, ich kann irgendwie nicht rumfuchteln. Und wie oft haben wir schon irgendwie so den... Ja, das, also erstmal ist die klassische Sache, dass Leute, man ihnen sagt, haltet euch das vor den Mund und dann halten sie es hier hin oder... Und irgendwann rutscht es zum Bauchnabel runter und so. Und so ein Mikrofon muss man halt einfach ziemlich dicht vor den Mund halten. Also wir haben immer früher Leuten gesagt, esst das Mikrofon praktisch auf. Ja, ja, eat the mic, definitiv. Und dann ist eben das nächste Problem, dass man irgendwie irgendwo so hinguckt und dann den Kopf vom Mikrofon halt wegbewegt und dann hört man halt irgendwie gar nichts mehr mit solchen Mikrofonen. Aber das war zum Beispiel kein Problem. Wir haben alle wunderbare Headsets und so Dings und so und die sahen aus wie ein Theater, weißt du? Ja, so mit, aber, der, so mit quasi nicht weiß, nicht schwarz, sondern in Hautfarben, genau. In Nude, wie man so sagen würde. Ja, krass. So. Und genau, und dann gab es, eigentlich super gut, dass du es bringst, dann gab es halt so ein Handmikrofon, ja, für Fragen aus dem Publikum. Ist es an? Genau. So, aber erstens das Ding war, natürlich muss man dann halt den Leuten, ne, und das entweder es gibt halt dann eine gute Moderation, die das halt macht, oder man sagt halt allen Leuten, die den Vortrag halten, passt auf, wenn es am Ende in die Q&A geht, ja, dann müsst ihr halt sagen, ich wäre jetzt fertig mit meinem Vortrag, was gibt es denn für Fragen? Und wenn es jetzt aus dem Publikum Fragen gibt, bitte zeigen Sie kurz auf, warten Sie, bis Sie das Mikrofon haben, weil sonst hört man die Frage A nicht im Raum vernünftig und A in der Zoom-Welt halt nicht vernünftig. Und ich habe dann da eine sehr
engagierte Tontechnikerin gesehen, die halt versucht hat, dann in Windeseile auf durch den Raum zu flitzen, um den Leuten dieses Mikrofon hinzubringen. Ja. Die aber, ja, bis sie dann halt da war, war die Frage halt meistens dann schon vorbei. Und das ist halt einfach, ja, dann kannst du halt einen Raum auch voll scheißen mit Technik, dann nützt dir das halt auch alles nichts, wenn du das eben nicht über die Moderation und über die Regie vernünftig abfängst. Ja, definitiv. Und das ist, deswegen fand ich das mal sehr spannend, habe dann aber am Ende festgestellt, so wahnsinnig viel schlechter waren wir jetzt mit unserem total emsärmlich improvisierten Setup halt auch nicht. Ja. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Wir werden öfter und weiter und weiterhin über hybride Räume, Lernräume, Stream-Setups, Videokonferenz-Sachen, immer Teil dieses Streams bleiben. Auch weil sich ja neue Dinge etablieren, neue Produkte werden gekauft, eben neue Mics werden ausprobiert. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle, auch weil mein 90-Minuten-Countdown, also es ist so eingebrannt, müssten wir, glaube ich, an einer Stelle auch mal einfach noch analysieren, warum wir 2x45 Minuten machen, weil das so ist. An der Stelle würde ich sagen, werden wir eine kurze Pause machen und gehen dann in das Gespräch. Wir haben das mal Tröd versus Tweet genannt. Ich glaube, ich vielleicht gar nicht gesagt, was ist der englische Tröd-Begriff? Genau, müssen wir rausfinden. Das werden wir noch einmal rasch googeln. In jedem Fall wird es über den Twexit, den Masto-Exodus, wie auch immer gehen. Vor allem aus Bildungs- oder aus Bildungsbubble-Sicht. Wir machen 5 Minuten Pause. Und sehen uns gleich. Nee, überblenden.
Ah, die Stimme aus dem Off. Überblende. Studiomodus aus. So, wir haben da gerade mal was rausgepackt. Ich komme einfach auf diese, also das, ich hoffe, man sieht das. Ist ein Mobile-Projektor. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht wurde meine Lernergeneration einfach zu sehr damit gequält. Ich bin im Physikunterricht nie mitgekommen. Mein Lehrer hat ultra schnell geschrieben. Vielleicht habe ich auch zu langsam gedacht. Ich komme auf diese Teile nicht klar. Diese Endless Roll, das sehe ich ein. Also auch dieses Digital Chalk and Talk, wie ich das nenne. Irgendwie, egal in welcher Software man schreiben möchte, alles gut. Aber... Also der einzige Vorteil, den ich heutzutage noch sehe, ist, wir wollten ja vorhin den Gag draus machen, dass du ihn hinstellst als, also sozusagen genau, als Mausauflage oder als Tastaturauflage hier für das Stream Deck. Ich benutze die Dinger, weil sie halt im Raum rumfahrbar sind und eine ganz gute Höhe haben, ja sehr gern als Stativ für eine improvisierte Raumkamera, irgendwie mit einem Handy oder mit einem Tablet. Ja, aber... Ich meine, die Dinger sind sauschwer. Die Glühbirne funktioniert oft irgendwie noch, okay. Und sie haben eine Steckdose dran. Ja, aber die funktioniert nie. Die ist bei uns auch immer kaputt. Das ist wie so ein Yeti. Jeder hat so eine Steckdose gesehen, aber noch nie eine Funktion. Doch, also ich kann mich auch erinnern, dass die halt früher funktioniert haben. Und bei uns steht aber bei allen dran, außer Betrieb. Und das hängt, glaube ich, meines Erachtens damit zusammen, dass wenn man da halt jetzt so einen E-Test macht an der Steckdose, dass halt, wenn man da jetzt einen Laptop anschließt, der halt defekt ist, dass über diese ganzen Steckkontakte da drin und so nicht die Sicherung auslösen würde. Und deshalb sind die halt ausgeschaltet, diese Steckdosen. Deswegen kann man sie meistens leider nicht mal als Verlängerungskabel irgendwie verwenden. Was ist denn dieser Schalter? Damit kann man, glaube ich, zwischen den beiden Lampen umschalten, weil ja immer eine Lampe... Okay. Also du siehst, es ist die Medienkompetenz meinerseits auf also Overhead. es gibt, glaube ich... Das ist ein echt großer Briefbeschwerer, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, also es ist so ein bisschen Legacy-Technologie. Ich meine, es gibt, glaube ich, coole Sachen, die man damit zeigen kann, so einfach Physikmodelle, die halt dafür gebaut sind. Ja, okay. Ja, also wenn ich jetzt so die klassische Brownsche Molekularbewegung zeigen will und ich habe dafür irgendwie so einen Aufbau. Da war was. Da hat doch, da, ja. Dann... dann ist das halt einfach da und es funktioniert. Und das hat halt auch, also das hat auch für die Tafel hat das halt so was irgendwie Schönes, Haptisches. Meinst du das hier? Das ist jetzt irgendwie was anderes. Nee, Pause machen wir jetzt nicht mehr. So, aber ist das nicht auch ein guter Anwendungsfall? Das ist jetzt, weiß ich nicht, das ist eine vorhandene Folie. Also die könnte ich jetzt meines Erachtens eben auch genauso gut mit einem... Alles Legacy. Das könnte ich auch genauso gut mit einem Beamer an die Wand werfen. Jetzt meines Erachtens, da brauche ich keinen Polylux für, ne? Ich weiß nicht, Leute. Also ich meine, deswegen heißt es ja auch Slide Set. Ich meine, wenn man die halt früher irgendwie auf Slides, auf Transparencies, ich muss mal auch meine Kamera hier herholen. Stimmt. Warum kannst du rauszoomen? Ich kann auch rauszoomen. Mal das Boxer, ja. Verwirre sie nicht. Also, wie man sieht, das mit den Gesten. Ja, aber das ist ein schönes Bild. Kannst du nicht meckern. Also, ich würde jetzt sagen, wir drehen die Grundeinstellungen. Ja, aber das so, wir wollten ja uns eigentlich gar nicht über Polylux unterhalten. Genau, das nützt jetzt. Ja, und dann, also die zweite Sache, Polylux, also du hast so eine Physikmodelle, ja, die wirklich, da bewegt sich ja physikalisch irgendwas. Und ich meine, da macht es, also ist es auch sinnvoll, das mit diesem Durchlicht zu filmen. Jetzt könnte ich wahrscheinlich das Physikmodell auch einfach mit einer klassischen Dokumentenkamera filmen, ja, und das irgendwie so digitalisieren würde funktionieren. So, und die zweite Sache ist, wenn du so Geometrie-Sachen zeigst, also du konstruierst irgendwas und spiegelst das und klappst das, weißt du? Ja. So auf Folie wirklich mit, um so Symmetrie zu zeigen, meinetwegen. Ja. Ich klappe was, dann zeichne ich das ab und dann klappe ich die Folie wieder auf und dann habe ich halt so eine Spiegelung. Kicker Gegenkommentar, wie viele Origami- Vorlesungen und Seminare hat. Ich sag ja, Spezialdings in Mathe. Also ja. Wenn ich jetzt. Ich kenne tatsächlich einen Professor, der coole der hat eine Origami-Vorlesung tatsächlich gemacht, die war auch bekannt. Also der hatte dann quasi einmalige Gasthörer, weil es um Kanten und Knoten ging und man die Falltechnik berechnen kann. So. Aber das hat er nicht mit dem Overhead-Projektor gemacht.
Also, ja, ja, und ich meine, auch das könnte ich halt, wenn ich jetzt wollte, dieses Falten und Machen und Tun, ja, könnte ich halt am Ende, ich meine, hier, ne, projiziere ich Licht, mache das durch die Linse, werfe das an die Wand und ich meine, im Prinzip könnte ich es ja auch genauso, hier ist eine Kamera, die filmt, was ich hier, genau, mache und dann, ja, dann falte ich halt die Folie. Also meines halt Erachtens irgendwie alles, was ich jetzt mit so einem Poly... Den unteren Teil brauche ich dann halt nur nicht. Ja. Genau. Also ich habe heute meine sehr mobile Dokumentenkamera nicht mit, aber ich meine, die wäre jetzt halt maximal so groß praktisch ungefähr, wie das Ding hier oben ist und dann hätte ich halt... Meines Erachtens mehr oder weniger die gleiche Funktionalität. Interessanterweise, ich meine, wir haben diesen großen Dokumentenkamera-Showdown, ja, gemacht. Du erinnerst dich, die Kamera von diesem Hersteller und eine andere Kamera von diesem Hersteller, ich kriege die zum Verrecken nicht an meinem Laptop zum Laufen. Okay. Zumindest, wenn ich eine andere Kamera dran habe. Vielleicht, weil halt mein USB-Port dann einfach nicht genug Power liefert. Okay. Weil natürlich, und jetzt hat sie lange nicht geflackert, ne? Also was wir jetzt, ja, in der kurzen Umbaupause gemacht haben. Mehr. Wir haben ein zweites USB-Kabel angeschlossen und haben die ein bisschen damit dazu überredet, jetzt vielleicht ein bisschen mehr Energie zu haben und nicht mehr so viel Bildaussetzer zu haben. Ja, also jetzt scheint sie zuverlässig zu funktionieren. Ja. Wie kriegen wir jetzt den Themenschwenk vom Oberwelt-Projektor auf Mastodon hin? Licht, viel Licht und Schatten? Oder? Viel Licht und Schatten? Weiß ich nicht. Also, Twitter ist tot, lang lebe Twitter. Okay, aber ist das schon mal eine schöne Einstiegsthese? Ist Twitter denn tot? Noch läuft der Laden ja anscheinend. Also noch würde ich sagen, läuft der Laden einigermaßen, ja. Ich habe mir noch nicht meine Sicherungskopie gezogen. Also das muss ich jetzt demnächst mal machen. Das habe ich zumindest schon mal getan, ja. Ja. Wie sieht, also ich kann ja mal anfangen. Ich habe jetzt noch keinen Mastodon-Account. Diese erste Welle kam ja schon mit Thinking about buying Twitter, also die ersten ominösen Tweets. Und dann gab es ja schon so einen Wann, wenn das passiert, erster Spike, würde ich sagen. Jetzt ist es ja tatsächlich so passiert. Und viele haben gesagt, ja, nee, dann muss ich mir eine andere soziale Social-Media-Heimat suchen. Und das war dann irgendwie Mastodon oder das Fediverse im weitesten Sinne. Ich habe die Hypothese oder die Beobachtung, dass im Edu-Bereich, sowohl national als auch international, der Umzugswille sehr, sehr klar da ist und dass man sich eben jetzt seine .social oder sein, ja, Keyword.social sozusagen aussuchen musste. Und ja, eigentlich könnte man einfach sagen, okay, dann machen wir eben dort weiter. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir jetzt auch so ein paar Instanzen angeguckt, man muss sich ja durchaus deutlicher diese Keyword.social-Heimat suchen. Ja, man kann umziehen, aber ich habe jetzt mich, also Bildung.social scheint so ein engerer Kandidat zu sein. Berlin.social ist irgendwie sehr lokal getrieben. Ja, ja, wurde auch Magdeburg.social, okay, aber so wirklich so Magdeburg, so wie man, also das sind, weiß nicht, wahrscheinlich ein paar. Also zumindest gibt es ja so einen Dienst, wo man halt sagen kann, hier, yeah, ich melde mich einmal mit meinem Twitter oder ich gebe mal meinen Twitter-Handle. Wo sind denn die anderen? Und wo sind denn die anderen, ja, alle so? Kann natürlich nur funktionieren, wenn man jetzt wie ich so ein Late-Adopter ist. Die ersten Leute konnten das ja nicht machen. Aber die ersten Instanzen sind auch aber schon zu. Also so Shortlist-mäßig, sagt uns Bescheid oder kommt vorbei, wenn wir wieder was öffnen, weil man es eben kleiner halten soll. Ja, oder weil halt einfach dann die Server, die da halt im Hintergrund, ja, stehen, das halt jetzt nicht aushalten. Oder weil, also das ist ja so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt so den größeren Überblick über soziale Netzwerke aufmacht. Ich meine, vorher hat halt Twitter... irgendwie, ja, auch, ich weiß gar nicht, wie da das, ich meine, wem hat denn Twitter vorher gehört? Also ich meine, von wem hat Twitter jetzt Elon Musk abgekauft? Ich finde, das börsennotiert und letztlich, ob er jetzt von der Börse nimmt, weiß ich nicht, aber entweder das waren andere Shareholder, ich mein, also er muss... Wer es gegründet hat, ist Jack Dorsey. Und genau. Ich meine, war der jetzt da Jack. Noch? Nee, Jack ist ausgestiegen schon länger, ob er noch Anteile hat, weiß ich nicht, ja, aber letztlich muss er ja... Ich weiß nicht, wie die Finanzen damit rumlaufen, aber viele sagen ja auch, hat sich überhoben, das sind durch Kredite, weiß ich nicht. Also irgendwo muss die Kohle ja hergekommen Twitter sein. Muss schon mehrfach vorher fast pleite gewesen, genau, sein. Genau, und das irgendwie, sowas, was hat der Deal gekostet? 40 Milliarden? Also ja, so eine, keine Ahnung, eine absurd, ich meine, das ist, ja, absurd hoch. Ist halt, ach, ja, die Einheit ist ja schon, also im...
Gut, aber das Ding ist halt, also war es denn jetzt vorher irgendwie groß anders oder groß besser? Oder also wenn halt vorher jetzt irgendjemand aus dem illustren Kreis der sagen wir mal, da Twitter-Führungsriege irgendwie entschieden hätte, wir machen da jetzt, also das geht jetzt hier mit dem Geschäftsmodell nicht mehr so weiter, wir machen da jetzt was anderes draus, wir monetarisieren das jetzt auf diese Art und Weise. Ich hätte es auch ohne den Elon hingekriegt. Dann wäre das doch irgendwie genauso passiert, höchstwahrscheinlich. Also ich will das jetzt nicht runterspielen, aber ich verstehe den riesen Aufschrei. Also ich kann ihn bedingt nachvollziehen, aber ich meine, bei anderen Netzwerken ist es ja so ähnlich oder genauso und da kräht halt auch kein Hahn nach. Und ich meine, die sind deutlich größer. Und ich meine, man hat ja jetzt ja auch schon irgendwie von so vielen oder von einigen Fällen gehört, wo halt mal dann Leuten, weil da was vorgefallen ist, eben ihr Google-Account abgeschaltet wurde oder ihr Microsoft-Account abgeschaltet wurde. Und ich meine, dann ist man halt eigentlich digital noch Töter, noch mehr geliefert, als wenn einem jetzt irgendwie der Twitter-Account abgeschaltet wird. Jedes Mal, wenn ich mich über Twitter oder irgendwas aufgeregt habe, habe ich, weiß ich gar nicht, wie viele es waren, ich glaube, es waren 7 bis 8 Millionen aktive User in Deutschland, wo man ja auch einfach, es ist ein großes verteiltes Dorf, wo irgendwie jeder ein bisschen rumschreit. Also man sucht ja auch, also das Klischee ist ja auch immer, dass man auf Twitter geht, um da Streit zu suchen. Also im Sinne von, mein Facebook oder meine Familie ist so toll, LinkedIn mein Leben ist oder meine Karriere ist so toll, Instagram mein Essen ist so toll und Twitter ist so, meine Meinung ist so toll und ihr hört jetzt bitte zu. Weiß ich nicht, ob das zum Beispiel auch ein Klischee ist, würde ich jetzt für die Bildungsbubble und auch für die Edu-Bubble irgendwie nicht befürworten oder würde ich jetzt nicht plakatieren, dass das für uns sozusagen wahr ist. Es ist doch recht Wohlfühl-Content, hey, so kann es gehen, hier ist eine Materialsammlung. Es wird mal irgendwie ein bisschen gelästert, aber so diese, natürlich gibt es da Hetze, Hassrede, aber das schwierige Inhalte, aber ich glaube jetzt nicht in unserer Bubble, oder? Also, nee, und ich meine, also, weiß nicht, um das jetzt vielleicht nochmal irgendwie so in einem größeren Kontext zu sehen, also ich meine, wir kennen alle irgendwie von früher StudiVZ, aber ich meine, da war das Internet halt auch noch ein ganz, ganz anderes, weil man das halt hauptsächlich irgendwie von zu Hause aus genutzt hat, weil da hatte man halt irgendwie die Internetzugänge und da war eben so dieses Smartphone-Handy, dieses, du bist im Prinzip... Hat sich eingeloggt. Genau, du bist halt jederzeit überall und immer all online und die Online- und Offline-Welt verschwimmt zusehends miteinander. Das gab es halt damals halt einfach noch nicht. Die sind ja permanent online. Ja. So, und so mein erstes soziales Netzwerk, was ich halt so richtig irgendwie als soziales Netzwerk so genutzt habe, war halt tatsächlich Twitter, aber halt mit diesem Lehrstuhl EMV-Account. Ja. Also mit einem, weil wir das mal, ich war mal bei irgendeiner Veranstaltung von einem, ich glaube bei einem OER-Camp und bei einem OER-Camp gab es so eine Twitter-Wall. Und das fand ich halt irgendwie ganz cool und dann gab es bei uns auch eine Veranstaltung, da habe ich halt gesagt, wir bräuchten bei uns auch irgendwie eine Twitter-Wall, weil das halt irgendwie cool ist, also dass man eben auch im Sinne eigentlich total von hybriden Räumen, also dass man halt vor Ort sieht, wie sich trotzdem Leute online, auch wenn sie trotzdem vor Ort sind, aber wie sich halt Leute online über die Veranstaltung austauschen und das irgendwie sichtbar zu machen und dem auch einen Rahmen zu geben und halt eine Relevanz zu geben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man nur ein oder zwei Mittelsmenschen braucht, um bereits im gleichen Netzwerk zu sein, also man ist eh, wenn man auf die gleiche Veranstaltung fährt und so ein OER-Camp spricht gewisse Zielgruppen an, dann kennt man sich wahrscheinlich eh über zwei Ecken und sieht das dann online. Das finde ich irgendwie, Oder vielleicht war es auch gar kein OER, vielleicht war es so eine Flip Classroom oder eine Virtual Classroom-Tagung in Hamburg, aber irgendwie sowas in diesem Kontext. Und das fand ich halt cool. Und dann hatten wir auch so einen Workshop in Magdeburg und da habe ich halt auch gesagt, wir bauen halt auch eine Twitter-Wand hin. Und klar, wenn man da dann irgendwie als Veranstalter lokal mitmachen will, dann braucht man natürlich auch einen eigenen Twitter-Account, Twitter-Hände, damit man auch irgendwie mitmachen kann. Und das war halt damals was Fachliches, wo es eben um elektromagnetische Verträglichkeit ging. Und deshalb hab ich halt dann diesen Lehrstuhl-EMV-Account gemacht. Und habe da halt den dann auch für Lehrsachen genutzt, für Sachen irgendwie, für SciComm so, sage ich mal. Und für so diese MINT-Studienwerbungsgeschichten und für was so im Uni-Kontext rauchen passiert. Eigentlich Lehrstuhl auch ein, also eigentlich, und meines Erachtens braucht ein Lehrstuhl auch so einen Account. Also der hieß halt immer Lehrstuhl. Eigentlich war ich so die 99% der Inhalte, da kommen von mir. Da ganz selten haben die mal irgendwie Kolleginnen benutzt oder bespielt. Und dann habe ich
halt den irgendwie angefangen, ich sag mal nicht privat zu nutzen, aber vielleicht persönlicher zu nutzen. Mhm. Oder halt für so, naja, schon so für diese klassischen Twitter-Rants manchmal. Ja. Und dann haben halt mir mal irgendwann Leute gesagt, ja, ist eigentlich uncool, wenn das jetzt halt so auf diesen, unter diesem Lehrstuhlnamen passiert. Oh. Also wir wissen, was du meinst, und es ist auch ist total berechtigt, aber... Setz da bitte dein eigenes Profilbild. So nach dem Motto, ja, genau. Und dann habe ich halt... Verständlich. Genau, und dann habe ich halt mein eigenes Profil gemacht, und ich meine, ich hatte halt nebenbei schon immer irgendwie Xing und auch LinkedIn-Profile, aber Xing und LinkedIn haben sich mehr zu sozialen Netzwerken entwickelt, aber waren ja vorher eher so, ja, so eine Karriereseite, ja, oder so, schon. So ein... So, und dann, weiß nicht, und dann habe ich halt eben diesen M. Magdowski-Account, ja, der jetzt ja auch schön irgendwie im Links verlinkt ist, den habe ich dann immer für ja, auch lehrbezogene Sachen, auch für so privates Zeug benutzt. Und dann habe ich irgendwann mal noch, dann fing so meine Russland-Connection an und meine Lehrtätigkeit dort. Und da war zum Beispiel Twitter irgendwie überhaupt gar kein Ding. Da waren die halt auf einmal alle bei Instagram unterwegs. Mm. Und dann habe ich mir halt auch irgendwann ein Instagram-Profil gemacht, und das habe ich halt für viel mehr private Sachen benutzt. Ah, okay. Und deswegen habe ich so eben so eine irgendwie historisch gewachsene, aber relativ klare Trennung. Ja, also wie du sagst, LinkedIn so für, ja, nicht so Karrieresachen, aber wenn man schon irgendwie showcasen will, was man jetzt wieder Cooles gemacht hat. Und da poste ich halt auch relativ selten. Und wenn, dann ist das auch immer irgendwie so Semi-Premium-Content. Ja. Twitter im Prinzip irgendwie für alles. Also auf meinem persönlichen Account, Lehrstuhl, halt so uni-bezogene Sachen. Formeller Studienwerbung. Und bei Instagram bin ich tatsächlich hauptsächlich privat unterwegs. Ja. Und das versuche ich auch sehr zu trennen. Also ich versuche halt bei Twitter auch wirklich eher Uni-Sachen. Ja, da ist auch mal ein Rant dabei. Da ist auch mal ein Rant dabei. Da ist auch mal ein Rant dabei. Ja, und ich meine, wenn ich irgendwie in Urlaub fahre, dann poste ich auch ein paar Urlaubsfotos. Aber ich meine, ich versuche halt dann bei Instagram eben eher private Sachen. Also da will ich halt, weil das ist so, dann ist eher so die private Hobby. Aber dann ist ja Sicht. Durchaus der, das Ersatzprodukt Mastodon, und du bist ja auf Bildung.social, oder? Ja. Wäre ja durchaus das neue Zuhause. Weil was mich so überrascht hat, um auf das Fediverse oder auf Mastodon zu kommen, dass es eben durchaus, dass so viele Leute klar gesagt haben, ja, passt, ihr findet mich jetzt ab sofort auch. Ich glaube nicht, dass Twitter, wenn denn die Erreichbarkeit, ich meine, es scheint ja alles erreichbar zu sein und funktionieren, wir haben vorhin getwittert, passt. Aber dass dieses Kollektive, und natürlich ist es auch immer so lawinenartig, aber wir hatten sozusagen so einen Doppelspike. Irgendwie das erste, es kann sein, dass sich Inhaber ändern. Okay, nee, da waren die ersten schon gesagt, will ich raus. Und das ist jetzt aber immer, also ich finde einfach jeden Tag neue Handles sozusagen. Und das hat mich durchaus ein bisschen überrascht, dass also zumindest viele aus meinem Bereich und aus unserer Bubble gesagt haben, okay, ihr findet mich ab sofort unter. Weil es tut natürlich auch weh, es wegzuwechseln. Also es haben ja auch einige gesagt, boah, ich habe super viele Connections, das wie wir jetzt streamen, ist das nur aufgrund von meinem Rant irgendwie so, ey Leute, warum machen wir das nicht? Und du so, ja, okay, machen wir. Also sehr in einem Tweet sozusagen die Historie von diesem Witcast zusammengefasst. Und diesen Punkt sehe ich schon auch. Natürlich kann das auch auf Mastodon entstehen. Und normalerweise haben Netzwerke deutlich ja dieses Henne-Ei-Problem. Und irgendwie haben wir alle gesagt, nee, wir wollen jetzt alle nochmal diese Saatpflanzen, damit unsere Mastodon-Pflanze wächst. Und auch große Accounts tatsächlich, wo ich gesagt habe, es tut weh, 60.000 Follower wegzuwerfen. Aber dann gibt es irgendwie Cross-Posting. Was hältst du davon? Also ja, habe ich bisher irgendwie vermieden oder bin ich irgendwie ein großer Freund von? Also ich habe jetzt natürlich zum Beispiel, wenn ich halt einen Blogartikel schreibe, was jetzt nicht so oft passiert, ja, ich sag den mal. Den musst du schon wieder verwerten, ne? Genau, also dann würde ich schon ganz gern, dass halt irgendwie die Leute, nicht nur die bei Twitter mir folgen, sondern die mir auch irgendwie bei LinkedIn folgen und vielleicht auch die fünf Leute, die mir bei Xing folgen, so nach dem Motto, dass die halt irgendwie davon wissen. Ja. Und dann würde ich halt das auch da halt ankündigen, dass ich jetzt mal wieder irgendwie einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Das würde ich jetzt aber zum Beispiel auch nicht bei Instagram posten. Und ansonsten bin ich irgendwie jetzt kein großer Freund irgendwie von Cross-Posting, weil, also ich folge auch mehreren Leuten in mehreren sozialen Netzwerken und dann ist das einfach irgendwie, also wenn man dann jede Nachricht im Prinzip jeden Tag gefühlt dreimal liest,
Finde ich das halt auch komisch. Und deshalb habe ich, was ich ja gerade versucht, so die Netzwerke einfach für mich inhaltlich, also ja, da gibt es einen Graubereich, da gibt es einen Überschneidungsbereich, aber ansonsten schon, was das angeht, irgendwie zu trennen. Cross-Posting finde ich irgendwie an sich im Prinzip komisch. Ja, ich finde auch dieses, das Replizieren auf der einen Seite, aber vor allem, wenn man es dann auch wie du klar trennt, hilft natürlich auch einfach abzuschalten, weil wenn du auf Instagram unterwegs bist, folgst du wahrscheinlich auch Tendenz, bist auch eher in der Radbubble da unterwegs, nehme ich mal an. Zum Beispiel, oder? Ich meine, also Instagram ist halt auch so ein Studi-Ding, oder da folgen, also da siehst du und liest du halt mehr Sachen von Studierenden oder zum Beispiel eben so von meiner ehemaligen, unsere russischen Austauschstudierenden-Connection. So, auch ziemlich spannend, ja. Und die, also es gibt halt einfach Leute, auch, ne, ich würde jetzt mal auch behaupten, Twitter ist halt eher so ein 30-something plus. Old Network. Plus als man noch in Videotheken ging. Ja, und also genauso wie, ich meine, also bei Facebook. Ach so, und was halt noch ganz interessant ist, also bei Facebook. Und deshalb sage ich ja, also Netzwerke, ja. Bei Facebook. Habe ich nie genutzt. Ja, ich auch im Prinzip nicht so. Also bei Facebook habe ich auch zwei Accounts. Und zwar in der Pandemie haben wir irgendwann angefangen, dieses Robo-Picasso zu machen. Weißt du, das, wo diese Roboter malen. Ja, Robo-Pollox sollte das sein. Der Robo-Pollox, genau. Ja. So, und der Robo-Picasso, der hatte halt irgendwie einen Auftritt in der Stadt, in irgendeinem Freiraumlabor-Dingens. Und das hat halt so eine Medienagentur organisiert und die hat dann immer uns gefragt, ja, und macht ihr denn dafür auch eine Veranstaltung? Und wir immer, ja, wie, was meint ihr mit einer Veranstaltung? Natürlich machen wir eine Veranstaltung, wir sind dann halt da. Nee, ein ja, Event, und das ist dann Mittwoch von 13 bis 15 Uhr, dann sind wir da halt, eine Veranstaltung bei Facebook, weil du dann im Prinzip, ja, so eine Veranstaltung bei Facebook und die können dann Leute wieder linken und weiterverteilen und die trägt dann Facebook praktisch, was irgendwie ein Feature ist, automatisch in deinen Facebook-Kalender ein und dann erinnert, also natscht dich halt Facebook wirklich dumm und dämlich, dass du halt, wenn du einmal zu dieser Veranstaltung zugesagt hast, da halt auch hingehst. So. Today I learned. So. Und dann haben wir gesagt, okay, kein Problem, ist ja jetzt nicht so ein Ding, wir klicken uns einen Account bei Facebook, der heißt halt RoboPicasso, den findet man auch, kann man ja mal nach googeln und machen da halt, bauen da halt diese Veranstaltung rein. So. Und dann passierte halt im Prinzip was Spannendes. Ja? Wir haben halt einen Account für diesen Robo Picasso angelegt. Der heißt halt mit Vornamen, glaube ich, Robo. Ja? Also Facebook spricht uns an mit Hallo Robo. Und dann musst du halt auch irgendein Geburtsdatum eingeben. Da weiß nicht, 1.1. Und da kriegst du auch immer eine Geburtstags-E-Mail von Facebook. So. Und dann ist aber das Ding, wenn du jetzt einen Account machst, den irgendwie dann nur so zwei Leute folgen und der auch, ich folge da glaube ich auch keinem oder irgendwie nur so drei Leuten, dann kriegst du wirklich so total absurde Sachen in die Timeline gespült, weil der Algorithmus... Ja gut, klar, der kann überhaupt nichts mit dir anfangen. Der kann überhaupt nichts mit dir anfangen und der versucht jetzt aber trotzdem irgendwie die seltsamsten Inhalte da reinzuspielen, um halt irgendwie zu gucken, worauf springst du an oder mit was würdest du halt interagieren. Ja, ist halt interessant, weil auf Mastodon gibt es, soweit ich das verstanden habe, eben gar keinen Empfehlungs... Den Algorithmus gibt es ja eh nicht, aber es gibt kein Empfehlungssystem. Es gibt, also zumindest so wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe mir halt am Wochenende jetzt irgendwie so einen Mastodon-Account halt mal geklickt, also einfach um da irgendwie mal vielleicht da zu sein und um mal nebenbei ein Realm aufzumachen, ja. Mach mal und um ja, keine Ahnung, wenn dann Twitter, ich meine, man weiß ja nicht, also das ist ja einfach so undurchschaubar. Ja, das ist die Frage, ob das gezeigt werden soll, weil wegen den Cross-Postings war ja auch das Problem, ob dass einige dann, die nur auf Mastodon unterwegs sind, gar nicht wollten, dass ihr Content wiederum auf Twitter erscheint, also das Spiegeln von Inhalt. Also Cross-Posting generell finde ich halt irgendwie komisch, weil es so nichts Halbes und nichts Ganzes. Also entweder ich bin halt da oder ich bin halt dort. Ja. Ja? Aber ich finde einfach interessant, dass dieses Schärfen von, hey, du hast Anrecht auf deine Daten, du willst eigentlich geschützt werden, dass deine personenbezogenen Daten verarbeitet werden, beziehungsweise Verarbeitung, der du nicht zugestimmt hast. Das ist ja letztlich Datenschutz, nur ist ja nicht der Schutz vor Daten, ja, sondern wir wollen... Insofern, diese Art der Denke, und das ist je nachdem, wie man eingestellt ist, schon vorher da, aber das fand ich neu, so auf breiterer Basis.
Oder? Also, ja, also vielleicht das Bewusstsein halt dafür nochmal zu schärfen, ja. Definitiv, ja. Guck mal, ob ich. Genau, wir haben. So, jetzt würde ich. Wir zeigen es gerade noch nicht. Ich will mal erst gucken, ob ich sozusagen mehr. Genau, also, weil das fand ich tatsächlich durchaus interessant, dass man. Dass verschiedene Instanzen gewisse Regeln haben. Wir sind jetzt hier auf Bildung.social und. Ich weiß jetzt nicht, ob so ein Code of Conduct oder ob man das jetzt schon AGBs nennt. Gibt es andere Rechtsberatungsfolgen, Podcast, durchaus ganz spannend. Aber dass man eben sich klare Regeln setzt. Und auf der anderen Seite könnten wir jetzt irgendwie sagen, gut, so Regeln gab es ja eigentlich für vernünftige Menschen vorher schon. Gerade wenn man mit Klarnamen unterwegs ist, will man, ja, also... Aber auf der anderen Seite sowohl dieses Datenschutzthema als auch dieses, wie wollen wir denn lokal oder digital sozial miteinander agieren, fand ich jetzt auch neu. Fand ich so von der im Sinne von, wir möchten das ganz klar auch rausschreiben, welche Regeln wir uns geben. Genau, kannte ich jetzt so von Twitter-like oder von Microblogging nicht. Aber das irgendwie soll es auch aktiv sein, fand ich irgendwie durchaus eine spannende Regel. Ja, wir wissen, Spenden ist natürlich durchaus interessant. Genau, und ich, also das ist jetzt halt mal eine spannende Frage, wie sich das so ein bisschen entwickelt, weil ich meine, diese Instanzen sind halt Server, die mehr oder weniger professionell von Privatpersonen, verschiedenen Leuten, so wie ein E-Mail-Server im Zweifel betrieben werden und die sich halt dann irgendwie über das entsprechende dahinterliegende Netzwerk austauschen. Ja. Und ich meine, klar, die Daten liegen dann natürlich jetzt eben irgendwie bei diesem Server, bei dieser Privatperson. Also wenn jetzt dann der Rüdiger Fries... Ihr musst du vertrauen. Genau, ja, also ich muss jetzt der Instanz vertrauen, dass die halt schon das entsprechend irgendwie machen wird, was ich mit meinen Daten halt dann ganz gern hätte. Ja. Von daher, also muss man mal gucken, wie sich das jetzt so entwickelt. Also ich solange Twitter jetzt halt, habe ich ja schon geschrieben, solange. Ja. Also für mich machen halt die Leute das Netzwerk, welcher... Und nicht die Billionärs, die es besitzen. Ja, und die haben da natürlich irgendwie einen gewissen Einfluss drauf, definitiv. Und was halt jetzt in der Situation vielleicht eben komisch ist, ist, dass man halt nicht weiß, also mit welcher Absicht und mit was, ne? Also ist es jetzt irgendwie so ein Ego-Ding oder ist das jetzt so, ja. Ne? Und jetzt entlässt er halt irgendwie Leute und stellt sie wieder ein. Und stellt sie wieder ein. Weiß und nicht. Man weiß es halt einfach nicht so richtig. Ja. Ne? Also dieses, ich glaube, das ist halt vielleicht auch, wo halt Leute irgendwie Angst vor haben. Und ansonsten, glaube ich, haben sich die Macher von Mastodon jetzt erstmal alle Mühe gegeben, das Ding ja eigentlich erstmal so auszusehen zu lassen wie Twitter. Also wenn man jetzt halt die App auf Handy installiert. Auch so look and feel. Man kann Retroids gibt es nicht, oder? Wie gesagt, ich habe echt nicht so viel Ahnung. Das habe ich jetzt noch nicht so richtig ausprobiert. Also ich glaube doch, man kann Sachen, das heißt dann Boost. Also so wie ich das verstanden habe, wäre das ein Boost, ein Teil. Okay, ja. Und also zum Beispiel, was es nicht so richtig gibt oder im Grunde schon gibt, sind halt Direktnachrichten. Ja. Aber Direktnachrichten macht man halt, indem man im Prinzip eine Nachricht schickt, dann den Empfänger taggt mit einem Handle und dann halt die Sichtbarkeit so einschränkt, dass nur der Empfänger den Tweet sehen kann. Und dann klickst du trotzdem, obwohl du eine Direktnachricht sendest, vielleicht etwas seltsam auf Veröffentlichen. Okay. Aber es kommt dann trotzdem als Direktnachricht an und es ist dann spannend. Wohl auch eine Direktnachricht. Ich meine, allein aus den Gründen, finde ich, sollte man, so wie wir neue Kameras ausprobieren, finde ich es in Ordnung, dass man auch mal ein neues soziales Medium ausprobiert. Das muss ja nicht immer sofort mit dem echten Namen sein. Das kann man, also man kann ja erstmal im Kleinen irgendwie eruieren. Und die Internet, no one knows you are a dog. Ne? Ich meine, dieses Klarnamen ist halt jetzt eine Sache, die man als Lehrperson vielleicht irgendwie halt so macht. Als Wissenschaftlerin, weil man ja eben auch genau unter diesem Klarnamen. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, wo man eigentlich weiß, wer das ist, die aber trotzdem unter einem, KünstlerInnen-Namen. Künstlerordensname, ja, genau. Ja, da halt aktiv schon. Sind. Oder eben auch ganz klar sagen, ich will Lorem Ipsum sein und berichte aus sonstigen Abgründen, menschlich, technisch, wie auch immer. Und sich, wo man natürlich auch sagen muss, es braucht eine, für manche Arten von Berichterstattung braucht es Anonymität. Das
Was vielleicht noch ganz spannend ist, also jetzt, man könnte ja denken, das ist irgendwie so ein neues Ding. Also ich kann mich erinnern, dass ich 2018 mal auf einer Summer School vom HFD war und da gab es so ein Kennenlern-Bingo. Okay. Und da war eine Frage bei dem Kennenlern-Bingo: Bist du bei Mastodon? Ja. Und da musste, also und da konnte ich mit dem Namen und dann musste halt die Person, die das moderiert hat, ich glaube, Christian Friedrich hat das moderiert, der hat dann erklärt, ja, klingt wie eine Metalband, ist aber ein soziales Netzwerk und ist sozusagen, ja, damals war es, glaube ich, eher so ein Nerd-Ding. Ja, und ja, wahrscheinlich und im Sinn noch deutlicher auf dezentral die Daten irgendwie selber halten oder zumindest jemanden vertrauen und der, können. Genau. Der das halt macht, ja. Und also, ich, wie gesagt, ich habe es jetzt am Wochenende installiert. Ich habe jetzt noch nicht allzu viel gemacht. Ich weiß auch gar nicht im Moment, wie viele Leuten ich dort folge und wie viele mir folgen. Ich würde mal so sagen, vielleicht so roundabout 10 oder 15. Ja. Also so ein paar aus dem Twitter-Universum habe ich halt schon wieder gefunden. Ich habe jetzt aber, ich sehe einen gewissen Wert da drin zu sagen, hier ist irgendwie eine Website, hier ist eine Plattform, mit der man halt den gesamten Spaß irgendwie eigentlich einmal mehr oder weniger komplett umziehen kann, ja, also was halt die Personen angeht. Ich fand das bisher aber auch tatsächlich immer ganz charmant, wenn man halt irgendwie ein neues Netzwerk aufmacht, einfach weil ich es immer auch für einen anderen Zweck genutzt habe, dann da mit anderen Leuten zu kommunizieren oder eben nicht notwendigerweise mit genau den gleichen paar hundert Leuten. Und du meinst, dass quasi die Interessenskreise sich zu Adressaten kreisen. Naja, weil man, ich meine zum Beispiel, ich habe, also vielleicht müsste man das eben auch mal machen, ja, so immer Anfang des Jahres oder mal in regelmäßigen Zeitabständen seine Twitter, zumindest den Leuten, denen man folgt, die mal durchgehen und zu sagen, die Person, die hat früher mal interessante Sachen gemacht, aber interessiert okay, so meinst mich du eigentlich das, nicht mehr. Ja. Also mal so ein bisschen aufräumen. Dafür ist so ein Neustart und dafür sozusagen ganz gut. Ist so ein Umzug, also ist vielleicht eben, klar, wie so ein klassischer Präsenzumzug, ja, wie man sagt, dreimal umgezogen. Zwei Kisten bleiben. Dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt und man nutzt die Zeit dann ganz gut immer, um mal eben aufzuräumen und genau wie du sagst, also die drei Kisten, mit denen man man ist mit 30 Kisten umgezogen. Drei stehen heute noch im Keller und keiner weiß, was drin ist und die brauchst du halt eigentlich auch nicht mehr. Ne? Die kannst du so, wie sie sind, dann irgendwie beim nächsten Umzug halt direkt wegschmeißen. Also, ich noch ein letzter Punkt, den ich anmerken würde, auch gerade im Sinne, es ist eben doch werbefrei. Gerade, also ich zahle lieber etwas einer Person, wo ich sage, hey, das ist irgendwie eine gemeinschaftliche Sache, ein digitales Dorf, wie auch immer, und habe eben keine. Also ich weiß nicht, ob du dich an meine, liebe Twitter, ich will keine Formel-1-Werbung. Was haben sie gemacht? Ich habe darauf reagiert. Ich habe, glaube ich, einmal darüber getwittert. Dann habe ich noch mehr Werbung über diese Sportler, die mich einfach absolut nicht interessiert. Dann habe ich das wieder gelöscht. Dann habe ich alles. Ich habe zu viel Reaktion gezeigt. Ja. Auch so, ja. Und das muss man wirklich sagen, ist natürlich auf so einer Mastodon-Instanz durchaus anders. Und jetzt ist mir doch noch ein vorletzter Aspekt. Und dann gebe ich wieder inhaltlich zu dir. Es gibt ja nicht nur das Mastodon, sondern auch das Fediverse, also ich glaube Federated Universe soll es heißen. Und zum Beispiel PeerTube habe ich auch bisher stark vernachlässigt, aber man könnte zum Beispiel, weil das Protokoll, das runterliegende, wohl das gleiche ist, auch sich seine eigene Fediverse-Timeline erstellen, weil man auf Mastodon auch PeerTube-Kanälen folgen könnte. Und wenn man sozusagen an freie, offene und gerechte Bildung denkt, dann wäre das durchaus auch ein Baustein, wo ich sage, hey, dann kommen auf einmal Dinge zusammen, die auf einer ähnlichen Augenhöhe passieren und ich habe eben keinen Twitter und YouTube mehr, sondern ein PeerTube und wenn ich eine Instanz brauche, dann kann man irgendwie die eine hosten, bei dem anderen ist man nur Gast. Also es ist sehr, nicht illusorisch, sondern sehr, sehr wohlwollend alles gedacht. Das gefällt mir eigentlich. Ja, definitiv. Es ist eben so ein bisschen weiterhin der Gedanke von Open Source und Public Money, Public Code. Mhm. Und wenn du halt eben für ein soziales Netzwerk, für deren Nutzung nichts bezahlst, dann bist du halt natürlich eigentlich das Produkt und so. Ja. Klar. Das Ding ist halt, dass diese Aspekte ja aber nicht neu, also nicht in dem Sinne neu sind, als dass man auch mit RSS-Feeds zum Beispiel eben super viel solche Sachen machen könnte. Ja? Oder ein großer, bekannter Mathematikprofessor, dessen Namen ich jetzt nicht sage, von einer
Fachhochschule Bielefeld ja zum Beispiel eben ja seinen eigenen Microblogging-Dienst im Prinzip auf seiner Webseite hat. Ja. Ja? Also weil man dann natürlich da einfach Herr seiner Daten ist und Herr seiner Lage und natürlich trotzdem immer irgendwie einen kurzen Dings bei Twitter postet, weil das Problem ist, dass eben sonst keiner, niemand auf seine Seite drauf schaut. Ja, und obwohl er sehr bekannt ist in der Szene. Obwohl er sehr bekannt ist in der Szene. Und, oder man halt, sagen wir mal, vielleicht einmal in der Woche drauf schauen würde, aber halt nicht immer dann genau, wenn er was postet, weil ich jetzt eben auch nicht alle RSS-Feeds in meinem Browser abonniert habe. Oder also. RSS-Feeds ist doch auch relativ nah wieder an der Bibliothek, muss ich sagen. Ja. Also, so zumindest was die Entstehung. Eben eigentlich, wie man so will, Notifikationen zu senden. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das, vielleicht wo man sehen muss. Also ich glaube, so soziale Netzwerke, also wie jetzt meinetwegen Twitter, Instagram, Facebook und auch LinkedIn, sind eben halt deshalb, und auch YouTube, wenn man das irgendwie noch mitzählt, definitiv, sind halt so erfolgreich und vielleicht auch Twitch sind halt so erfolgreich, weil sie halt irgendwie die Nutzer, zumindest wenn man das nicht abschaltet, ja, in dem Standard-Setting erstmal sehr viel nudgen und sehr viel, ja, guck mal, hier ist nochmal was. Dann und hier jetzt schon, und da gab es ein Herz. Und du hast dich jetzt einen Tag nicht eingeloggt. Ja. Hier, mit diesem Klick kannst du dich ohne Probleme einloggen. Willst du wirklich schon gehen? Oh, schade. Also, man, ja. Also ich naja, oder, ne, einfach, also es gibt da, wenn man merkt ja auch, ne, wenn du dich halt einen Tag nicht einloggst, dann schicken die halt mal eine E-Mail und sagen, hey, guck mal, hier, die Beiträge hast du halt verpasst. Alles ausgestellt. Ne? Alles ausgestellt. So dieses, also dieses Fear of Missing Out, sehr fördern und sehr forcieren. Und da bin ich halt mal gespannt, wie sich das so, also weil zum Beispiel könnte man jetzt ja sagen, warum funktioniert denn meinetwegen das Mattermost vom Hochschulforum Digitalisierung? Ja? Das ist ja auch, wenn man so will, ein soziales Netzwerk, ein Microblogging-Dienst. Ja. Ich kann da Beiträge reinschreiben. Es gibt verschiedene Channels, die sozusagen wie Hashtags funktionieren. Ich kann Leuten Direktnachrichten schreiben. Ich kann in den neuen Mattermost-Versionen das sozusagen sogar in Threads anordnen und irgendwie ein bisschen besser sortieren. Trotzdem, wenn man da jetzt so reinguckt, stellt man fest, dass, also und im Endeffekt würde ich sagen, Social von der Digitalisierung, jedem, der irgendwie in Deutschland im Hochschulbildungskontext unterwegs ist, der kann sich da ja problemlos anmelden. Ja. Und das ist halt ein Silo. Es ist nicht genau, dieses offene. Ja, es ist aber, ich meine, bei Bildung.social, oder guck dir halt so gewisse Mastodon-Instanzen an. Also, erstens kommst du vielleicht nicht mehr drauf, weil der Server schon zu voll ist oder weil du vielleicht da irgendwie nicht in den Scope reinpasst. Ja. So, also, dann findest du immer noch eine andere Instanz, keine Frage. Aber die Offenheit, aber wenn du jetzt sagst, ich will irgendwie in diesem Hochschulbildungswerbekontext halt bleiben, dann wäre ja zum Beispiel Mattermost vom Hochschulforum Digitalisierung auch eine super Alternative. Ja, so. Ist eben, ja, das stimmt, das ist, ja. Bietet die gesamte Funktionalität, ne? Du kannst Beiträge schreiben, du kannst Sachen verlinken, du kannst dieses und jenes machen, du kannst Leuten Direktnachrichten schreiben. Trotzdem würde ich mal sagen, zündet das ja jetzt nicht so durch wie halt Twitter. Ja. So. Oder wie halt, keine Ahnung, ob Mastodon so durchzündet. Also ich sehe es halt noch nicht, weil am Ende vielleicht so ein bisschen diese Nudging-Komponente fehlt. Und zum Beispiel, was jetzt halt PeerTube angeht, ne, es gibt irgendwie auch andere tolle, ich weiß nicht, Vimeo ist, glaube ich, auch nicht ganz so werbeverballert wie YouTube. Ja, es ist zumindest, ja. Oder, ich meine, ich sage ja immer so schön, unsere Uni hat halt ihre Media-Site, wo die ganzen Videos sind. Ja, eigentlich auch ein vollwertiges Videoportal. Warum sind diese Uni-eigenen Videoportale immer so tot? Naja, weil die Leute halt bei YouTube unterwegs sind. Ja. Also, wenn du dich ein bisschen an die Zielgruppe... Aber das ist ja auch dieses Henne-Ei-Problem. Da wird nichts hochgeladen, also ist ja nichts, da ist niemand, also wird nichts hochgeladen. Genau. Und du brauchst einen Account, also für viele Sachen zumindest. Für viele Sachen brauchst du halt dann doch irgendwie einen Account. Und ich bin da, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich bin da so ein bisschen, das Offene und das Dings und die Werbefreiheit und so, das sehe ich alles, aber... Wenn dein Handy dir eben nicht dreimal am Tag sagt, guck mal, da gibt es jetzt neue Nachrichten für dich und hast die schon gelesen. Ja, diese Mini-Belohnung im Alltag und klar, also von wie gesagt, irgendwelchen Herzchen bis hin zu, es gibt ja Leute, die gucken sich dann einmal im Monat ihre Twitter-Analytics an, ob das jetzt Mastodon kann, weiß ich auch nicht. Aber was mir zum Beispiel relativ egal ist, also die Impression,
Muss ich echt sagen, da bin ich raus. Das ist vom Mehrwert oder vom Nennwert irgendwie. Zumal das ja auch eine total komische Einheit ist. Also, naja. Okay, aber wie gesagt, ich würde sagen, wir beobachten das definitiv weiter. Ich will mir definitiv einen Account machen. Ich bin noch nicht so dazu gekommen. Also ich habe weder dieses Fedi, ein GitHub-Repo, wie die ganze Zeit, also im Sinne von find die Leute, die du, was du angesprochen hast. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mich ja so grob mal, ich muss auch sagen, so interessenhalber, hatte ich auch geschrieben, irgendwie irgendwas mit Videos, Hochschullehre, Hochschuldidaktik wäre schon spannend, aber irgendwie auch gerne Deutsch, Englisch, mehrsprachig. Aber ich glaube, am Anfang ist es irgendwie egal, welche Erstinstanz man hat. Gespiegelt werden will ich ehrlicherweise irgendwie auch nicht. Aber ich würde schon sagen, dass man dem einfach eine Chance geben sollte und wie gesagt, rein aus Community-Gründen. Und wie du ja auch sagst, es ist eben das, was wir daraus machen. Und wenn dann doch irgendwas sein sollte mit dem blauen Vogel oder er nicht mehr fliegt, was ich nicht glaube, weil da hängt viel zu viel Geld dran. Also du lässt so ein großes, das ist unser Wecker. Genau, insofern würde ich sagen, sollten wir das beobachten. Also ich wäre eigentlich ganz gut scholars.social gegangen, aber da konnte man sich schon nicht mehr anmelden. Okay, ja. Haben die irgendwie eine Shortlist oder so eine, dass man sagt mir Bescheid, wenn es neue Plätze gibt oder? Da habe ich mich jetzt nicht weiter beschäftigt. Ich meine, ich wollte das jetzt unbedingt irgendwie am Wochenende hinter mich bringen und deswegen bin ich jetzt zu Bildung.social gekommen. Ich glaube, das wird auch meine erste Heimat. Mal schauen, da sind zumindest viele. Und ich meine, wie ich sage, so die App, sie ist jetzt einmal auf meinem Handy abgestürzt, aber das kann auch an meinem Handy gelegen haben. Ja, gut, aber das. Ansonsten ist, man merkt halt schon noch so ein bisschen den nerdigen, geekigen Hintergrund. Vorhin in der Bahn hatte ich halt eine schlechte nicht ganz so gute Internetverbindung. Ja. Und dann würde man ja bei Twitter irgendwie sowas sehen, wie Tweets können zurzeit nicht abgerufen werden. Probiere es später nochmal. Und die Mastodon-App zeigt einem dann ganz normal irgendwie Gateway mit der IP-Adresse, mit den Dings ist not reachable und Timeout exceeded und please try later. Und aber das ist vielleicht ja auch tatsächlich mal ganz okay und ganz nett, dass man mal wieder ein bisschen technischere Fehlermeldungen bekommt und nicht immer so ein gestreamlinedes, geht gerade nicht. Weil ist so, genau. Sehr schön. So ihr Lieben, das war unser Stream. Das wird in der Konserve entsprechend aufbereitet. Kapitel kommen unten drunter. 2,25 hat sich aber auch einfach zwecks Aufbau gelohnt. Matthias, schön, dass du da warst, dass du hier in Potsdam warst. Und ich würde sagen, dann findet der nächste Präsenzstream wieder in Magdeburg statt. Roundabout wieder in einem halben Jahr. Wahrscheinlich. Das könnte ein Rhythmus sein, ja. Damit genug von uns. Bis zum nächsten Mal. Und wir sagen in quasi alle Kameras gute Out und habt einen schönen Nachmittag. Ciao, ciao.